Gut, ich würde sagen, wir starten schon langsam. Erwartet uns heute? Erstmal freut sich, dass so viele da sind, obwohl wir in der zweiten Woche sind und es ist Freitagabend. Wir machen heute kurzes Wiederholung Eintrapping. Erstens, weil es wichtig ist und zweitens, weil es zur Thematik passt. Dann werden wir uns dem Schmerzfieber widmen und den Analgetikern, den Nicht-Opioid-Analgetikern, wenn man es präzise formulieren will. Dann GI-Trakt mit PPI und anderen säuresekretionshemmenden Medikamenten. Und was ist da noch dabei? Ulkusgeschichten und sowas. Und dann Gicht. Eisen und Blei, glaube ich, geht sich heute nicht mehr aus. Wir können dann schauen, ob der Willi noch gesagt hat, Rezeptieren nicht geschafft gestern. Und wir können halt noch ganz kurz Rezeptieren machen. Aber es ist eh selbsterklärend eigentlich. Aber gut. Starten wir mal. Ja, bitte keinen Schmutz liegen lassen, wie immer. Unsere tolle Literaturliste. Gut. Iron Trapping, das ist sehr wichtig und eigentlich re relativ simpel und man muss es verstanden haben. Wir haben es schon gemacht am Dienstag und an sich, da können wir mal kurz wiederholen, wenn wir es eh schon mal gehört haben. Wichtig ist, Substanzen können Zellmembranen permeieren, wenn sie ungeladen sind. Nicht geladene Substanzen können durch die Zellmembran durch. Säuren akkumulieren auf der Seite mit hohem pH. Basen akkumulieren auf der Seite mit niedrigem pH. Okay? Wenn wir jetzt hernehmen, ASS hat ein pKa von 3,4, kommt es in einen pH-Bereich mit 3,4, sind 50% geladen, 50% nicht geladen. Kommt es in einen Bereich mit pH 2,4, sind 90% nicht geladen. Bei einer Säure ist es so, wenn sie das Proton gebunden hat, ist sie nicht geladen. Die Säure kommt in einen sauren Bereich, sieht viele Protonen herumschwirren, will ihr Proton nicht abgeben, sondern behält es sich. Und selbst wenn es kurz abdissoziiert, nimmt es gleich wieder eines auf. Das heißt, eine Säure, wenn sie im sauren Bereich ist, behält ihr Proton und bleibt daher nicht geladen, nicht ionisiert. Kommt die Säure hingegen in einen etwas basischeren Bereich, also relativ zu ihrem pKa, das ist trotzdem noch sauer, relativ zu ihrem pKa, in einen basischen Bereich, findet sie wenig Protonen vor und gibt ihr Proton ab. Okay, das heißt, die ASS kommt in einen Bereich von 4,4, gibt das Proton ab, dann sind nur mehr 10% nicht geladen, 90% sind geladen, weil das H+ weg ist, ein Säureanion. Das heißt, bei einem pH von 4,4 können nur 10% die Zellmembran permieren. Bei einem pH von 2,4 können 90% die Zellmembran permieren. Im Magen haben wir einen pH-Wert von circa 1 bis 2. Okay, natürlich nahrungsabhängig, aber sagen wir mal so 1 bis 2. Das heißt, die ASS wird dort fast zu 99% oder mehr, je nachdem, also fast komplett nicht ionisiert vorliegen, kann somit die Zellmembran permeieren, kommt in die Magenzellen hinein. In der Magenzelle selbst haben wir ein pH von 7,4, das Proton wird abgegeben und das ASS-Molekül akkumuliert in der Magenzelle. Selbiges im entzündeten Bereich. In entzündetem Gewebe ist es auch sauer. Das heißt, um die Entzündungszellen herum ist es sauer. Das ASS ist daher behält der Proton, ist ungeladen, kann die Zellmembran permieren, kommt in den Makrophagen, in den Neutrophilen hinein, wo auch immer, gibt er die Proton ab, wenn der pH 7,4 ist und akkumuliert in den Entzündungszellen und hemmt dort die COX. So, warum ist es jetzt im entzündeten Gewebe sauer? Hypoxie klingt mal gut. Was passiert bei einer Hypoxie? Bitte?
Laktatbildung, sehr gut. Ein Modell ist Folge, es gibt viele Mechanismen, die dazu beitragen. Aber rufen wir uns kurz in Erinnerung, was passiert bei einem, in einem entzündeten Areal? Ich habe meine fünf Kardinalzeichen der Entzündung. Als die wären. Genau, Rubra, Calor, Dolor, Tumor, Functio, Laser. Das heißt, es kommt prinzipiell zu einer Schwellung dort. Es kommt zu einem Austritt von Flüssigkeit ins Interstitium. Das heißt, der Sauerstoff hat eine dickere, hat mehr Schichten oder einen weiteren Weg zurückzulegen, um zu Zellen zu kommen. Das heißt, Zellen sind ein bisschen hypoxisch dort und wenn sie hypoxisch sind, produzieren sie Laktat. Das ist ein Effekt. Welchen Effekt gibt es noch? Kalium. Wenn Zellen sterben, zerfallen, kommt viel Kalium raus. Und Kalium ist gleich Azidose. Hyperkaliämie ist oft mit Azidose assoziiert und Hypokaliämie oft mit Alkalose. Wenn wir heute ganz, ganz am Ende Zeit haben, kann ich euch eine schöne Zelle aufzeichnen, wo man sich die Transporter anschauen kann. Wenn man es verstanden hat, ist es ein wunderschönes Modell. Wirklich. Und was haben wir noch für Effekte dazu beitragen? Du weißt es sicher, du weißt alles. Ja, Protonen sind einmal immer gut, wenn es sauer ist. Ja, oder lysosomale Enzyme. Im Lysosom ist es ja sausauer. Lysosom ist es sauer und lysosomale Enzyme, die frei werden und auch der Säuregehalt dort trägt auch zur Säure bei. Also Fazit im entzündeten Gewebe ist es sauer. Gut. Das haben wir eh gesagt. So, jetzt machen wir die Nicht-Opioid-Analgetika. Im Prinzip fallen da rein die nicht-steroidalen Antirheumatika oder Antiphlogistika oder die Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs, wenn man es auf Englisch nehmen will, gibt es ja mehrere Bezeichnungen. Und dann auch noch die nicht-sauren. Gut, kurz zum Fieber. Was ist Fieber? Wie entsteht Fieber? Müssen wir Fieber senken oder ist Fieber unser Freund? Also ist eh klar, Körpertemperatur kommt drauf an, da gibt es unterschiedliche Angaben. Sagen wir 37,5, 37,8 oral gemessen ist Fieber. Wie entsteht Fieber? Erinnern wir uns kurz, was passiert, wenn eine immunkompetente Zelle auf einen Erreger trifft. Sagen wir, ein Makrophage trifft auf ein gramnegatives Bakterium. Er erkennt es mit seinem Toll-like-Rezeptor, Toll-like-Rezeptor 4, endozytiert es, metabolisiert es. Mit MH2 werden quasi Antigene präsentiert und gleichzeitig wird der NF-kappa-B-Pathway induziert, das heißt, ein Haufen Entzündungsmediatoren werden exprimiert. Seien es verschiedene Interleukine und was auch immer. Klassischerweise TNF-Alpha, Interleukin-1-Beta, Interleukin-6 sind so Klassiker, die frei werden. Diese zirkulieren dann durch das Blut, durch den Blutkreislauf und kommen an im OVLT, das ist ein zirkumventrikuläres Organ, das heißt um die Ventrikel herum, das ist das Organum Vasculosum Lamina Terminalis und dort können diese Interleukine, vor allem Interleukin 1-Beta, aber auch TNF-Alpha, die Expression von COX, von der Zyklooxygenase, induzieren, die 2er ist ja induzierbar, und dann die Prostaglandine führen zu einer Temperatur-Sollwertverstellung im Hypothalamus. Es ist aber auch der Fall, ist aber auch die Idee dahinter, dass Prostaglandine, die in der Peripherie gebildet werden, über den Blutkreislauf zum OVLT kommen können und dort quasi die Temperatur aufstellen können. Das heißt, sie müssen nicht dort gebildet werden. Und ganz spannend ist, dass das OVLT im Endothel auch Toll-like-Rezeptoren exprimiert hat. Das heißt, wenn ein gramnegatives Bakterium vorbeischwirrt zum Beispiel und an einem Toll-like-Rezeptor 4 ankommt, induziert es dadurch Fieber. Welche Funktion hat Fieber im Körper? Ja? Von wem? Ja, die körpereigenen oder die körperfremden Proteine? Wie hoch kann Fieber sein?
40, 41. 41 ist normal, so ein bisschen drüber ist die Grenze. Also wenn du nicht, wenn du keine Läsion, keinen Schlaganfall im Hypothalamus hast, der dein Temperaturzentrum reguliert, wirst du nie höher als 41, irgendwas gehen. Okay, du kannst nicht 45 Grad kriegen, wenn dein Hypothalamus intakt ist. Aber ja, es geht hier im Endeffekt um die körperfremden Proteine, die werden nicht gescheit gefaltet oder haben, oder arbeiten nicht mehr gescheit. Wir wissen ja, jedes Protein hat sein Temperatur- und pH-Optimum, jedes Enzym. Und verschiebt sich das ein bisschen, arbeitet es nicht mehr adäquat. Welche Funktion hat Fieber, glaubt ihr noch? Kommt drauf an, welche. Ja, könnte durchaus sein. Ganz wichtig ist vor allem, dass die Antikörperproduktion angeregt wird bei Fieber. Antikörperproduktion wird angeregt und die Phagozytosefähigkeit wird angeregt von unseren Neutrophilen oder Makrophagen oder was auch immer. Wie das jetzt dann im Detail ausschaut, molekularbiologisch, kann ich auch nicht sagen. Vermutlich eben dann werden gewisse Enzyme raufreguliert. Gut, also Fieber ist von dem her mal unser Freund. Soll man Fieber jetzt senken oder nicht? Sagen wir mal, ich bin krank, ich werde krank und habe 38,9 Fieber. Wer würde mir als Arzt ein fiebersenkendes Medikament geben? Okay, wer würde mir kein Medikament geben? Sehr gut. Leider arbeitet es nicht. Wahrscheinlich die meisten hätten das hergeben, das traut sich nur keiner aufzeigen. Im Prinzip ist es halt so, die Ärzte haben so einen Reflex, der hat Fieber, den müssen wir senken. Okay, wir haben gesagt, Fieber ist unser Freund, die Phagozytose und die Antikörperproduktion. Und es gibt Studien, die zeigen, wenn man Fieber senkt, Fieber senken führt de facto nicht zu einer Krankheitsverkürzung. Im Optimalfall ist die Krankheitsdauer genauso lang. Oft ist es sogar der Fall, dass die Krankheit länger dauert. Okay? Fieber senken würde ich bin kein Freund von Fieber senken. Fieber senken bei einem gesunden jungen Menschen, nein. Außer in der Nacht von mir ist, da kann man sagen, in der Nacht, dass man einen erholsamen Schlaf hat. Gut. Aber auf jeden Fall Fieber senken sollten bei Patienten, die kardiovaskulär vorbelastet sind, weil natürlich Fieber mit einer erhöhten kardiovaskulären Belastung einhergeht, mit einer Tachykardie, mit vermehrtem Schwitzen, vermehrter Sympathikusaktivität, was bei vorbelasteten Menschen kontraproduktiv sein kann. Und bei Kleinkindern und Säuglingen senken wir Fieber, weil sonst trinken die uns nicht. Das ist immer ein unspezifisches Symptom von Kleinkindern und Säuglingen. Wenn es denen schlecht geht, trinken sie nicht. Und die müssen trinken und essen. Okay? Also Kleinkinder und kardiovaskuläre Vorbelastete oder auch ganz Alte kann man Fieber senken. Gut. Es gibt auch manchmal bei Kindern, manche Kinder kriegen sogenannte Fieberkrämpfe, die kriegen epileptische Anfälle im Fieber. Und selbst dann, wenn ein Kind einen epileptischen Anfall hatte im Fieber, einen unkomplizierten, kann man differenzieren, kompliziert, unkompliziert, Fieber, nicht einmal dann muss man Fieber senken, wenn es dem Kind sonst gut geht, bei einem 6-jährigen Kind oder sowas. Okay? Die Eltern haben halt immer nur Angst. Und Ärzte wollen immer gleich Fieber senken, aber nein, Fieber ist unser Freund. Gut, jetzt geht's zum Schmerz. Wie läuft es mit dem Schmerz ab? Wir erinnern uns, wir haben in der Peripherie Nozizeptoren, nozizeptive Afferenzen, also irgendwelche Nervenfasern, die sich halt so aufsplitten und Schmerz wahrnehmen können. Da haben wir, drehen wir mal hier vorne ein bisschen ab, wir haben hier Nozizeptoren, da gibt es verschiedene, okay? Da gibt es welche, die sind polymodal, das heißt, die reagieren auf verschiedene Reize, wie H+, oder Hitze, oder Kalium, auf mehreres gleichzeitig, und dann gibt es unimodale, die reagieren zum Beispiel nur auf Hitze, nur auf H+, nur auf Kalium. Sagen wir mal, ich habe jetzt hier irgendwo eine Verletzung, ich schneide mich ein, oder ein Bakterium sitzt, oder eigentlich eine Bakterienkolonie sitzt dort, und induziert mir einen Entzündungsreiz, kommt es einerseits zum Zellzerfall, das heißt Kalium tritt aus, der Kanal kann Kalium detektieren, beziehungsweise durch die Vasodilatation und das vermehrten Bluteinstrom und die Blutströmungsverlangsamung kommt es zu einer Hitze. Das heißt, Hitze kann von mir aus auch meinen Kanal aktivieren. Okay, dann wird der Kanal eben aktiviert durch gewisse Reize, Hitze oder H+ oder Kalium.
Das führt zu einer Depolarisierung, Kationen strömen ein, Natrium meistens, oft auch Calcium. Und dann natürlich werden andere spannungsabhängige Natriumkanäle, die sich in der Zellmembran befinden, mit depolarisiert. Das kennt ihr eh noch aus der Neurophysiologie. Und dann wird der Reiz ins ZNS geleitet. Schmerzreize laufen entweder über C-Fasern, das sind langsame, sehr, sehr langsame, unmyelisierte Fasern, oder A-Delta-Fasern. Also ich habe einen Hitze, ich habe einen Schmerzreiz, Depolarisation, Natriumkanäle, spannungsabhängig depolarisieren, leiten mir das ins übers Hinterhorn ins Rückenmark. Das ist die orthodrome Ausbreitung. Diese Schmerzfasern sind aber alle sehr verzweigt. Sind alle sehr verzweigt. Das kann eine Schmerzfaser sein, okay? Und sagen wir, ich habe jetzt hier passiert irgendwas, die nimmt es wahr, hier wird es wahrgenommen, okay? Hier wird es wahrgenommen, der Schmerz, dann wandert die Information einerseits ins ZNS, orthodrom, aber die Information kann auch hier weiterlaufen und hier rüberlaufen. Okay, das heißt, die Information läuft antidrom in andere Richtungen und führt hier auch zur Depolarisation und zur Freisetzung von Substanz P zum Beispiel. Substanz P, das wiederum zu einer Vasodilatation führt und mir wieder Hitze und Extravasation und so weiter verursacht. Darüber hinaus kann Substanz P auch noch zu einer Freisetzung von Histamin aus Mastzellen führen, die meine Entzündungsreaktion wieder verstärken. Weiters haben wir auch noch Bradykinin und Prostaglandine, die modulierend wirken. Also wenn ich dann hier in einem Entzündungsareal bin und dort wandern dann schon wieder Neutrophilen ein oder andere immunkompetente Zellen und die produzieren mir Prostaglandine. So können sie Prostaglandine über verschiedene Rezeptoren, hier sagen wir mal, das ist der EP-Rezeptor, über die nachfolgende Proteinkinase A, den Rezeptor phosphorylieren und damit leichter erregbar machen. Okay, sagen wir, der wird normalerweise bei einer Temperatur von 38,5 aktiv, ist eine willkürliche Zahl, die ich jetzt nenne, okay? Wenn er dann phosphoryliert wird, wird er bereits bei 37,5 aktiv, okay? Oder bei einem pH, wie normal bei einem pH von 6, wenn ich ihn phosphoryliere, schon bei einem pH von 6,5. Jetzt wiederholen wir kurz Rezeptoren. Wenn ich hier sehen kann, das ist eine Proteinkinase A, wird durch den Rezeptor aktiviert. Welcher Typ von Rezeptor muss es sein? GQ, GIO oder GS? GS, genau, weil GS-gekoppelte Rezeptoren steigen mit CAMP. CAMP ist gleich Proteinkinase A. Bradykinin hingegen macht das Ganze über die Proteinkinase, Proteinkinase C und kann mir auch den Kanal phosphorylieren. Was ist das für ein Rezeptor logischerweise? GQ. GQ ist gleich Calcium Release, also IP3 Pathway, Calcium Release aus dem endoplasmatischen Reticulum und Calcium und Diacylglycerol aktivieren die Proteinkinase C. Gut, hätten wir das einmal. Dieser Kanal kann auch von Chili, vom Wirkstoff im Chili, von Capsaicin aktiviert werden, okay? Capsaicin aktiviert diesen Kanal direkt. Gut, und das erklärt auch, wenn wir diesen THPV1-Kanal haben, der auf Hitze reagiert, warum ein Kühlungsreiz oft schmerzlindernd ist. Wenn nämlich dieser Rezeptor bei Hitze aktiv ist und ich kühle das Areal, so kann der Rezeptor nicht aktiv werden, nicht depolarisieren und keine Schmerzweiterleitung ins ZNS betreiben. Okay? Da gibt es noch unendlich viele von diesen THP-Kanälen. Der M8 zum Beispiel, der geht auf Methanol und ist eher ein kühlender Rezeptor. Gut, Schmerzbahn. Wir in unserer Neurophysiologie, die,
Merzen kommen quasi, werden eben über periphere Nozizeptoren wahrgenommen, laufen über pseudo-unipolare Zellen ins Hinterhorn hinein, über C-Phasen und A-Delta-Phasen, haben wir schon gesagt. Dort werden sie umgeschalten, kreuzen nach vorne und laufen als Vorderstrangbahn, als Tractus spinothalamicus zum Thalamus. Okay? Schmerzen, Venen und Schmerz und Temperatur läuft vorne, kreuzt auf Höhe, wo es hinten reinkommt, kreuzt der Schmerz und läuft als Tractus spinothalamicus hinauf. Hingegen Propriozeption, also wo befindet sich mein Arm, Stellungssinn und Berührung, Mechanozeption, läuft, kreuzt nicht auf der Höhe, wo die Sensorik eingeht, sondern zieht als Hinterstrangbahn hinauf und kreuzt dann erst im Hirnstamm. Okay. Gut, jetzt gibt es nicht nur Bahnen, die von der Peripherie zum ZNS ziehen, sondern auch Bahnen, die vom ZNS, die vom Gehirn runterziehen und schmerzmodulierend wirken. Okay, Schmerzmodulation kann auch von oben nach unten gehen. Und hier nochmal kurz, ich meine, ist eh klar, wenn Prostaglandine, die über Zyklooxygenasen synthetisiert werden, wenn die mir die Schmerzkanäle leichter erregbar machen durch Phosphorylierung, wenn ich natürlich die COX hemme, reduziere ich diesen Effekt und habe dadurch eine Schmerzlinderung unter anderem. Und bei Opioiden, wie der Rezeptor, man kann es logisch verschließen, wenn der die Proteinkinase A-Aktivität senkt, was für ein Rezeptor muss das sein? GO, genau. Gut, so, jetzt schauen wir uns ganz kurz die absteigenden Bahnen, weil es ist interessant. Wir haben zu wenig weiße Kreide. Gut, also. Ich kann nicht schön zeichnen, wie man sieht. Also, Information kommt von peripheren Nozizeptoren übers Hinterhorn, wird dann von diesen wieder umgeschalten und kreuzt auf Höhe, wo es reinkommt. Okay? So, jetzt gibt es absteigende Sensor, absteigende schmerzmodulierende Neurone. Wir haben einerseits Noradrenerge Neurone, die aus dem Nucleus ceruleus kommen. Was machen die? Wenn sie noradrenerg sind, logischerweise sezernieren sie Noradrenalin, welches über Alpha-2-Rezeptoren präsynaptisch schmerzmodulierend wirkt. Was ist der Alpha-2-Rezeptor für ein Rezeptor? Ja, er ist ein GIO-gekoppelter Rezeptor. Alpha-2 ist GIO. Und was macht ein GIO-gekoppelter Rezeptor präsynaptisch? Ja, Calcium, was Calcium? Er macht nicht Calcium, weil er arbeitet mit, was macht er mit Calcium? Wie? Haben wir schon gehört. Über die Beta-Gamma-Unteinheit werden spannungsabhängige Calciumkanäle blockiert. Okay, das heißt, die Info, die hinten reinkommt, kann nicht gescheit weitergeleitet werden. Weil hier die Neurotransmission ja voraussetzt, dass Transmitter ausgeschüttet werden, nämlich Glutamat und Substanz P. Aber wenn ich von oben runter präsynaptisch Calciumkanäle, spannungsabhängige Calciumkanäle blockiere, wird natürlich weniger Glutamat und Substanz P ausgeschüttet. Okay? Das ist die eine absteigende Bahn, die für uns relevant ist. Und dann gibt es noch eine andere. Dann gibt es noch eine andere Bahn, die für uns relevant ist, nämlich die Serotonerge 5-HT, das ist Serotonin,
aus dem Nucleus Raphe absteigend, werden hier Interneurone aktiviert über 5-HT3-Rezeptoren. 5-HT3. Was ist der 5-HT3 für ein Rezeptor? Ionotrop, sehr gut, haben wir uns gut gemerkt. Und diese absteigende Bahn setzt über 5-HT3-Rezeptoren, werden Interneurone aktiviert und diese Interneurone sind opioidärk. Okay, das heißt, die schütten Opioide aus. Wenn man es genau nimmt, Enkephaline und Dynorphine. Und die wirken hier wiederum hemmend. Das heißt, die absteigende serotonerge Bahn aktiviert opioidärke Interneurone, die mir hier diese Transmission hemmen, und die noradrenerge Bahn, die hemmt mir die Neuronen, die sensorischen Neuronen, die so ins Hinterhand reinziehen, präsynaptisch über Alpha 2. Okay? Welches Medikament, warum ist das wichtig, dass man das mal durchdenkt? Weil es Medikamente gibt, die hier angreifen. Okay? Für uns ist zum Beispiel wichtig, dass der Nucleus Raphe, also das absteigende serotonerge System, über das periaqueduktale Grau aktiviert wird. Und welches Medikament aktiviert das periaqueduktale Grau? Metamizol. Okay, also ein Effekt, der schmerzmodulierende Effekt einer von Metamizol ist, dass er 5-HT absteigende Neurone aktiviert, die wiederum opioidärke Interneurone aktivieren und mir hier dann quasi über Opioidrezeptoren meine Schmerzwahrnehmung hemmen. Okay? Gut. Absteigend, alles absteigend. Alles absteigend. Die sind absteigend, das ist alles absteigend. Aber was meinst du jetzt? Der 5-HT-Rezeptor sitzt hier auf diesem Interneuron. Genau, also das wird dann hier dieses Neuron hemmen, ja. Genau. Wunderschön. Sehr schön, wenn man sich das durchdenken kann, oder? Ich finde das super. Gut. Hier haben wir eh wieder, also was ist für uns wichtig? Für uns ist wichtig, dass das Ganze über C und Beta, über C-Phasen, über A-Delta-Phasen kommt, dass über die Vorderstrangbahn Schmerz kommt und es absteigende, modulierende Bahnen gibt. Das ist für uns mal das Wichtigste, okay? Und dass das Metamizol absteigende serotonerge Bahnen aktiviert. Das ist einer der Mechanismen, das Metamizol hat ja da viele Mechanismen. Gut, schauen wir uns nochmal kurz an. Das, was ich alles gesagt habe, steht ist nämlich hier noch in Text verfasst. Ja, Natrium, haben wir schon gesagt, Nozizeptoren reagieren halt, Natrium-Kalzium-Einstrom. Die TRPV-Kanäle können noch sensibilisiert werden. Antidromerregen haben wir auch gesagt. Über das ZNS hinten rein, über Substanz P und Glutamat. Und wir haben eben absteigende Bahnen, haben wir noradrenerge 5-HT, und opioidärge und GABA macht natürlich auch immer was. Mein Lieblingsrezeptor, GABA-A-Rezeptor. Sitzt auch der GABA-B und Glycinrezeptoren, da sitzen viele Rezeptoren. Gut. Also Schmerzphasen können polymodal sein, haben wir auch schon gesagt. Das haben wir alle schon gesagt im Endeffekt. Wichtig noch einmal, Prostaglandine führen zu einer Sensibilisierung. Blockieren wir die Prostaglandinsynthese mittels COX-Inhibitoren. Senken wir die Sensibilisierung und die Schmerzgrenze wird nach oben verschoben. Okay, bei Prostaglandine schieben sie nach unten, blockiere ich Prostaglandine, schiebe ich die Schmerzgrenze wieder nach oben. Ja? Naja, also im Prinzip, also GABA-A als solches, Alkohol wirkt ja nicht wirklich schmerzlindernd. Es wirkt halt, es sediert halt, dass du es nicht mehr gescheit wahrnimmst. Okay, aber es ist ja kein Analgetikum als solches. Im Prinzip ist es so, dass GABA-A-Rezeptoren hast du hier hinten im ganzen Rückenmark sitzen, die halt über Interneurone wirken. GABA wirkt immer über Interneurone. Immer, meistens. Das ist es. Im Prinzip hast du inhibitorische Interneuronen, die dadurch aktiviert werden und die Transmission weiterleiten. Aber gerade bei Alkohol hast du sicherlich mehr einen zentralen Effekt, dass du eben sediert und müde wirst und das nicht mehr wirklich wahrnimmst.
Du bist na sicher, ist ja kein Alkohol ist ja kein Analgetikum, ist ein Sedativum. Wie Alkohol schmerzlindernd wirkt. Aber Alkohol ist ja kein Analgetikum, Alkohol ist ein Sedativum und wenn du sediert bist, nimmst du Schmerzen weniger wahr. Na, na, aber wenn man sollte halt wissen, dass es absteigende und aufsteigende Bahnen gibt, wie die laufen, aber wie ist es ganz spezifisch, ist nicht so wichtig. So, jetzt machen wir die ganzen Antiphlogistika. Also, wir unterscheiden einmal zwischen sauren und nicht sauren Analgetika. Und das führt oft zu Begriffsverwirrungen, okay? Also, NSAR ist gleich NSAID. Die sind alle sauer, die sind sauer. Sauer und die sind antiphlogistisch. Ist gleich antiphlogistisch. Antiphlogistisch, okay? Weil mich hat mal jemand gefragt, ja, aber nicht alle NSARs, wieso sind nicht alle NSARs antiphlogistisch? Sind sie, ist eine Definition. Nicht-steroidale anti-inflammatory drugs. Antiphlogistisch ist gleich anti-inflammatorisch, okay? Ist eine Definition. Und dann gibt es halt die nicht sauren Analgetika und Antipyretika, die sind halt nicht sauer und wir haben schon gesagt, eine Substanz, die entzündungshemmend wirkt, muss sie sauer sein. Und nicht saure sind halt nicht entzündungshemmend. Da müssen wir aber zum Glück nicht so viele wissen. Bei den nicht sauren reichen uns nämlich das Paracetamol und das Metamizol. Und bei den sauren haben wir halt ein paar mehr Namen, aber im Prinzip, wir werden uns am besten Acetylsalicylsäure anschauen, die müsst ihr ganz, ganz gut können. Und im Prinzip, was hier gilt an Nebenwirkungen, kann man auf die anderen mehr oder weniger übertragen. Und ich werde noch darauf hinweisen, was besonders ist bei diesen anderen Medikamenten. Gut. Also, wie entstehen Prostaglandine? Über die Zyklooxygenase. Aber nicht nur. Dem Ganzen geht voraus, wir erinnern uns, die vier Membranproteine, die wir haben, Membranphospholipide, Entschuldigung, Phosphatidylcholin, Phosphatidylethanolamin, dann gibt es noch Serin und Inositol. Und für uns hier sind wichtig, dass über die Phospholipase A2 aus Phosphatidylcholin und Ethanolamin Arachidonsäure gespalten werden kann, okay? Und dann über etliche Enzymzwischenstufen, das sind um die 15 Enzyme, die da beteiligt sind, wir blockieren halt nur die COX, okay? Aber es ist nicht nur ein Enzym, da sind viele Enzyme daran beteiligt. Über die Zyklooxygenase werden entweder Prostaglandine synthetisiert oder über die Lipoxygenase Leukotriene. Wenn man es jetzt anschaut, ihr habt schon mal gehört, Glukokortikoide sind antiinflammatorisch und die greifen natürlich viel höher an, okay? Das heißt, Glukokortikoide sind die viel potenteren entzündungshemmenden Medikamente. Ist ja klar, weil die greifen hier oben an. Die greifen schon im Initialschritt an. Hingegen die Zyklooxygenase-Inhibitoren, die NSAIDs oder NSARs, die greifen erst weiter unten an. Dann gibt es welche, das sind COX. Zwei spezifisch, die COX-7 und manche sind unspezifisch, die hemmen beides gleich, COX-1 und COX-2. Diclofenac zum Beispiel ist eigentlich, wird eher als unspezifisch bezeichnet, hat aber eine stärkere Hemmung der COX-2. Das Schöne an diesen ganzen Medikamenten ist, man kann Nebenwirkungen super ableiten, okay? Das wird sogar noch viel schöner im Herz-Kreislauf-Pharmakologie-Block, wenn wir dann machen die Antihypertensiva, die Diuretika und so weiter. Da kann man sich Nebenwirkungen wunderschön physiologisch ableiten. Hier kann man das auch machen. Nämlich, wir wissen, dass man eben COX braucht, um Prostaglandine zu synthetisieren. Die Prostaglandin E, D und F, die werden über COX-1 und 2 synthetisiert, haben verschiedene Wirkungen. Einerseits sind sie vasodilatatorisch, führen zu einer Sekretion von Schleim und Bikarbonat, Perfusion der Niere, Nozizeption und also Uteruskontraktion auf und Hemmung der HCL-Sekretion. Für uns aber wichtig, ganz wichtig zu wissen, dass Prostazyklin läuft über die COX-2, wirkt
antiaggregatorisch und vasodilatatorisch. Hingegen über die COX-1 läuft das Thromboxan, mit Thromboxan gebildet, das wirkt Thrombozyten aktivierend und vasokonstriktorisch. Was für ein Rezeptor wird das wohl sein, wenn er vasokonstriktorisch wirkt? Wie wird der gekoppelt sein? GQ, weil GQ ist gleich Calcium, ist gleich Vasokonstriktion. Wie wird der Prostaglandin-Rezeptor gekoppelt sein? GS, weil GS ist gleich CAMP, ist gleich Proteinkinase A, ist gleich Myosin-Leitkettenkinase, wird inhibiert, führt zu einer Vasodilatation. Antiaggregatorisch heißt, es hemmt die Blutgerinnung. Im Sinne von aggregatorisch oder proaggregatorisch wäre, es führt zu einer Gerinnung. Und antiaggregatorisch heißt, es hemmt die Blutgerinnung. Okay? Gut. Okay, warum ist das jetzt wichtig? Ihr habt es vielleicht schon gehört, dass COX-2-Inhibitoren wurden deshalb eingesetzt, weil man hier, also dass diese, gerade diese Prostaglandine, die für die Magenschleimsekretion zuständig sind, laufen auch eher über die COX-1, okay? Und wenn man jetzt einen COX-Inhibitor gibt, der unspezifisch ist, blockiere ich mir halt die die Schleimsekretion im Magen und ich habe erhöhtes Risiko für Gastritis zum Beispiel. Und da hat man sich gedacht, man gibt halt COX-2-spezifische Inhibitoren, weil die COX-2 ist nicht so stark beteiligt bei der Schleim- und Bicarbonatsekretion im Magen. Hingegen ist die COX-2 sehr stark bei Entzündungsprozessen beteiligt. Okay, weil man muss ja unterscheiden zwischen COX-1 und 2 noch dahingehend. Die COX-1 ist konstitutiv aktiv, die ist immer aktiv. Und die COX-2 ist induzierbar. COX-2 ist induzierbar, zum Beispiel im Entzündungsprozess ist die induzierbar. Und da hat man sich gedacht, naja gut, im Magen brauche ich die COX-1, ich brauche im Magen die COX-1 für die Schleimsekretion, für meine Schutzschicht, dass meinem Magen gut geht. Ich brauche aber die COX, und im Entzündungsprozess ist die COX-2 abreguliert. Das heißt, es wäre doch super, wenn ich Medikamente habe, die meine COX-2 hemmen, das heißt meine Entzündungs-COX blockieren, aber meine Magensekretion, meine Magenschleimsekretion nicht blockieren. Okay? Gesagt, getan, man hat COX-7 entwickelt, Etoricoxib, Valdecoxib, Profecoxib, bla 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 COX-7. Nur blöderweise hat man nicht Folgendes bedacht, wenn ich jetzt hergehe und die COX-2 komplett blockiere, habe ich natürlich den Effekt, dass meine Entzündung runtergeht, das ist super, aber ich habe auch das Problem, dass ich zu wenig Prostazyklin produziere. Und Prostazyklin hemmt mir die Thrombozytenaktivierung, hemmt mir die Thrombozytenaggregation und wirkt vasodilatatorisch. Also wenn ich die COX-2 blockiere, habe ich zu wenig Prostazyklin, die COX-1 ist weiter aktiv, ich habe viel Thromboxan, das heißt, ich aktiviere die Thrombozyten und hemme die Thrombozytenhemmung. Das heißt, ich habe quasi eine doppelte Thrombozytenaktivierung. Und das ist die Geschichte, wieso COX-2-spezifische Antiphlogistika, die COX-7, zu verstärkten kardiovaskulären Ereignissen führen. Okay? Also noch einmal, COX-1 macht mir Magenschutz, also quasi Schleim und Bicarbonat, das will ich erhalten, COX-2 ist in dem Entzündungsprozess erhöht, blockiere ich jetzt die COX-2, blockiere zwar meine Entzündung, aber ich blockiere auch die Prostazyklin-Synthese, die ich brauche, um die Thrombozytenaggregation zu hemmen und vasodilatatorisch zu wirken. Aber die COX-1 ist ja nicht gehemmt, produziert mir weiter Thromboxan, das heißt, die Thrombozyten werden aktiviert. Es können sich Thromben bilden, ich kann Schlaganfälle, Herzinfarkte verursachen. Kardiovaskuläre Ereignisse. Okay, auf den Blutdruck hat es natürlich auch Auswirkungen, wenn das eine vasodilatatorisch wirkt, das andere vasokonstriktorisch. Und auf die Niere sowieso, aber dazu kommen wir noch. Ist das mal klar mit den COX-7? Selbes Prinzip habe ich bei Diclofenac. Diclofenac ist auch ein COX-Inhibitor, der
verstärkt aber die COX-2 inhibiert und deshalb habe ich beim Diclofenac auch Probleme oder verstärkte kardiovaskuläre Ereignisse. Das heißt, Diclofenac ist schon sehr in Verruf geraten. Wir geben Diclofenac nicht mehr bei Patienten, die bereits einen Herzinfarkt hatten oder einen Schlaganfall hatten oder die kardiovaskulär andererseits irgendwie vorbelastet sind. Also Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkt ist immer Hypertonie, Diabetes, Dyslipidämien. Okay, also solchen Patienten, dem 150 Kilo Onkel, der 3 Packel Chick am Tag raucht, dem gebe ich natürlich kein Diclofenac, weil ich ihm ja keinen Herzinfarkt verpassen will. Gut, bitte. Ja, du kannst auch Diclofenac nehmen. Ja, na sicher, es geht um die systemischen Effekte. Man muss immer systemisch von topisch unterscheiden, aber wir im Prinzip, wir gehen einmal immer von systemischer Applikation aus. Gut, dann haben wir noch den Lipoxygenaseweg und das erklärt uns, wieso COX-Inhibitoren auch gelegentlich Bronchokonstriktionen auslösen können. Nämlich blockiere ich die COX, wird Arachidonsäure nicht zu Prostaglandinen, sondern über die Lipoxygenase zu Leukotrienen. Und Leukotrienen führen eben zum Bronchospasmus, zu einer Bronchokonstriktion. Okay, deshalb sind eben, muss man bei Asthmatikern aufpassen mit COX-Inhibitoren. Okay. Durch Entzündungsmediatoren, durch NF-kappa-B oder wie auch immer. Also NF-kappa-B zum Beispiel führt zu einer Expression durch Phospholipase A2. Wir erinnern uns, wir haben den NF-kappa-B, der wieder blockiert durch den Inhibitor und dann gibt es diese Signalkaskade, wo der quasi phosphoryliert wird, über das Proteasom abgebaut wird, dann ist der NF-kappa-B aktiv und führt zur Genexpression von Haufen Proteinen und ein Protein ist das Phospholip ist die Phospholipase A2. Gut. Das hat man sogar experimentell, kann man Folgendes machen. Man gibt Leuten an, die darunter leiden, wenn sie einen COX-Inhibitor nehmen, die Asthmaanfälle kriegen, Bronchokonstriktionen kriegen, denen gibt man Leukotrien-Antagonisten oder einen Lipoxygenase-Inhibitor wie das Zilurton und man merkt, dass die bronchokonstriktorischen Effekte aufgehoben werden dadurch. Aber nicht zur Gänze, nicht zur Gänze. Nur zum Teil. Das heißt, vielleicht sind auch noch andere Aspekte dran beteiligt. Gut. So. Jetzt ist es noch gut zu wissen, wenn man weiß, wo diese ganzen, nur so grob, okay, welche COX vorkommt. Das haben wir schon gesagt. Vielleicht ist die Folie zuerst besser eigentlich. Zyklooxygenasen, COX-1 ist konstitutiv aktiv, immer aktiv, 2 ist induzierbar. Die Dreier-Splice-Variante von 1 ist es nicht so wichtig. Induzierbar heißt im Entzündungsprozess induzierbar, das heißt im entzündeten Gewebe habe ich viel COX-2. Im Endothel habe ich auch viel COX-2, weil im Endothel wird der Prostacyclin synthetisiert, das mir einerseits antiaggregatorisch wirkt, aber auch vasodilatatorisch wirkt. In den Thrombozyten habe ich Zyklooxygenase 1, die mir das Thromboxan synthetisiert. Und zum Thromboxan brauche ich ja einerseits zur Vasokonstriktion. Wenn sie irgendwo blutet, ist es ja gut, wenn die zuführenden Gefäße zumachen de facto oder der Blutfluss reduziert wird, dass nicht so viel rausblutet, beziehungsweise Thrombozyten dann auch dadurch aktiviert. In der Niere haben wir beides. In der Niere, wir schauen uns noch die Nierentoxizität an, wie das zustande kommt. Ductus arteriosus brutali, was ist das? Wer hat den? Was macht der? Ja, Intrauterin, was macht der Ductus, was macht er? Wie? Genau. Also im Prinzip umgehen wir die Lunge, indem wir nämlich, indem beim Säugling wird das Blut ja quasi vom rechten Herz nicht in die Lunge gepumpt, beim Einsatz offene Foramen ovale, wo das Blut ins linke Herz reinkommt. Andererseits, das Blut, das halt in die Lungenvenen, in die Lungenarterien reingeht, wird aber über den Ductus arterios brutali
in die Aorta geleitet, dass eben die Lunge ist nicht durchblutet beim Kind intrauterin. Einerseits durch die hypoxische Vasokonstriktion, andererseits habe ich quasi einen höheren, der Druck im Lungenkreislauf ist höher als der systemische, deshalb geht es eben in die Aorta über den Ductus arteriosus portali. Im Uterus haben wir auch Cox, welches Prostaglandin wird im Uterus produziert? Prostaglandin F, mit welchem Rezeptor? Dem F-Rezeptor, logischerweise. Und wie ist der gekoppelt? Wie ist der Prostaglandin-Rezeptor im Uterus gekoppelt? Der führt zu einer Uteruskontraktion. GQ, natürlich. Calcium ist gleich Kontraktion. Im Uterus, merken wir uns, sitzt der Prostaglandin F-Rezeptor, F für Female. Nur die Frauen haben einen Uterus im Normalfall. Gut, das ist noch wichtig. In der gesunden Magenschleimhaut haben wir COX-1. Das heißt, geht es meiner Magenschleimhaut gut, habe ich COX-1. Wie gesagt, die Magen macht die COX, also die Prostaglandine, die durch die COX produziert werden, führen die Magen zu einer verstärkten Schleimsekretion, zu einer Schutzschicht. Sie hemmen die Magensäuresekretion. Das heißt, ich will die COX-1 im Magen haben. Habe ich zu wenig COX-1 im Magen, Schleimschicht nimmt die Schleimschicht ab und die HCl-Produktion ist erhöht und ich kann eine Gastritis bekommen. In der geschädigten Magenschleimhaut hingegen ist auch die COX-2 aktiv. Okay, und das hat sich dann gezeigt nach einer gewissen Zeit, wie man die COX-7 auf den Markt gebracht hat, sich gedacht hat, leibend ist, haben wir endlich NSARs, die mir antiinflammatorisch wirken, aber keine Gastritis mehr verursachen, hat man gemerkt, das hat zwar gestimmt in den ersten paar Monaten, aber nach Langzeitanwendung haben die COX-2-Inhibitoren auch zu einer Gastritis geführt. Weil nämlich in der geschädigten Magenschleimhaut ist die COX-2 essentiell für die Reparaturmechanismen. Und habe einen COX-2-Inhibitor, blockiere ich halt diese Reparaturmechanismen. Und es häufen sich immer irgendwelche Schäden an. Okay, Raucher zum Beispiel schädigen ihre Magenschleimhaut permanent, weil es zu einer Vasokonstriktion führt. Hochprozentiger Alkohol schädigt. Amphetamine würden auch die Magenschleimhaut schädigen. Okay, oder prinzipiell, es häufen sich halt immer irgendwelche Schäden an. Gut, und im Auge, das lernt sie noch, da ist auch die Kammerwasserproduktion oder Abfluss kann durch Prostaglandine gefördert werden. Aber wir merken uns Endothel, Prostazyklin und Thrombozyten, Thromboxan. Okay, und das Problem mit den COX-2-Inhibitoren. Gut, das haben wir schon gesagt, COX-7. Ihr müsst es halt namentlich wissen und ihr müsst einfach erklären können, wieso COX-7 das kardiovaskuläre Risiko steigern. Eben, Thromboxan wird vermehrt exprimiert, Prostazyklin weniger, ich habe vermehrt kardiovaskuläre Ereignisse. Okay, diese Celecoxib, Ettori und Paracoxib werden noch zugelassen bei uns. In den USA ist Ettori zum Beispiel nicht mehr zugelassen. Gut. So. Das gute alte ISS machen wir jetzt. Das müsst ihr wirklich in- und auswendig kennen, dieses Medikament. Auch es hat sehr viele Nebenwirkungen, aber es wird noch immer weit laufend eingesetzt. Vielleicht nicht mehr zwangsläufig als Schmerzmedikament, bei Migräne vielleicht, auch da gibt man manchmal 1000 Milligramm oder 1000 Milligramm Paracetamol. Aber zumindest antiaggregatorisch wird es noch sehr häufig eingesetzt, zu schlaganfallen, Herzinfarktprophylaxe. Und von dem her sollte ihr sehr, sehr gut Bescheid wissen, was das macht und wie das funktioniert. So, ich nehme das ASS, Acetylsalicylsäure, ich nehme sie oral ein. Die läuft halt quasi mal durch den Magen in den Dünndarm. Wenn ich Pech habe, durch das Ionenfallenprinzip, wird mir schon mal viel im Magen, kommt mal viel in die Magenzellen rein. Wenn nicht, freuen wir uns schon einmal. Und die ASS-Moleküle treffen auf Thrombozyten, die auch durch das Darmgefäß, Blutgefäß herumschwirren. Und die erste COX, die getroffen wird von dem ASS-Molekül, wird acetyliert. Okay?
Und durch diese Acetylierung führt es zu einer irreversiblen Blockade. Das heißt, das erste COX-Molekül, das von einem ASS-Molekül getroffen wird, wird acetyliert, wird irreversibel blockiert. Dann schwirrt der Rest, die Salicylsäure, schwirrt dann weiter herum und blockiert die COX kompetitiv. Okay? Also die Acetylsalicylsäure blockiert die COX irreversibel, weil sie die COX an dem Serinrest acetyliert. Und die Salicylsäure schwirrt herum und blockiert das Enzym kompetitiv. Und in geringen Dosen bei 100 Milligramm wirkt es antiaggregatorisch, weil es primär die COX in den Thrombozyten hemmt, weil die als erstes, auf die trifft es als erstes. Okay? Die Thrombozyten schwirren nämlich durchs Darmsystem durch, weil sie sich dort was abholen. Was holen die Thrombozyten sich aus dem Darm? Was brauchen sie von dort? Serotonin, aus den enterochromaffinen Zellen holen sich die Thrombozyten das Serotonin. Okay, das ist essentiell, das Serotonin für die Thrombozyten, weil das auch zu einer Vasokonstriktion führt und die Thrombozytenaggregation fördert. Also die Thrombozyten holen sich im Darm normalerweise das Serotonin oder holen sich es auch in dem Fall und treffen halt dann auf das ASS, werden acetyliert und die COX ist einmal weg. Das heißt, diese Thrombozyten sind irreversibel gehemmt. Warum? Genau, Thrombozyten haben keinen Zellkern, Thrombozyten können das Enzym nicht mehr selber synthetisieren, sondern wir müssen warten, bis neue Thrombozyten daherkommen. Was ist die Lebensdauer von Thrombozyten? 7 bis 10 Tage, merken wir uns eine Woche. Okay? Deshalb immer fragen den Patienten, deshalb ist auch wichtig, die Anamnese, die Medikamentenanamnese, auch bei einem operativen Eingriff, auch bei einem zahnärztlichen Eingriff. Ich wurde noch nie beim Zahnarzt gefragt. Mir wurden vor 2 Jahren 2 Weisheitszähne gerissen und ich wurde aber nicht gefragt, ob ich Aspirin genommen habe, die vor ein paar Tagen oder sowas. Okay, das wird oft vergessen, genau wie oft vergessen wird, Patienten über Nebenwirkungen aufzuklären. Gut. Das haben wir auch schon gesagt, es wirkt antiaggregatorisch bei ca. 100 Milligramm, antipyretisch bei ca. 500 und antiphlogistisch eben bei 1 bis 5 Gramm. Aber antiphlogistisch nehmen wir nicht mehr, nehmen wir es, weil es zu viele Nebenwirkungen hat. ASS wird natürlich auch pharmakokinetisch wird es metabolisiert. Einerseits wird es zur Gentesinsäure metabolisiert, zur Salicylursäure. Aber viel wichtiger ist, dass es glucuronidiert wird. Okay, es wird glucuronidiert und diese Glucuronosyltransferasen können gesättigt werden. Das heißt, die Halbwertszeit von ASS ist dosisabhängig. In einer normalen therapeutischen, in einer geringen Dosis befinden wir uns in einer Kinetik erster Ordnung. Hingegen, wenn wir ASS steigern, die Dosis steigern, nimmt die Halbwertszeit der Salicylsäure zu und wir kommen in einen Bereich der nicht-linearen Kinetik. Wir nennen uns Enzymkinetik, erste Ordnung, nullte Ordnung und nicht-lineare Kinetik. Nullte Ordnung bei Alkohol, jede Zeiteinheit wird dieselbe Menge abgebaut, 0,1 Promille. Beim Alkohol, lineare Kinetik, erste Ordnung, die Hälfte des Medikaments sinkt, die Hälfte der Enzyme nimmt ab, die Enzymgeschwindigkeit nimmt um die Hälfte ab. Hingegen bei der nichtlinearen Kinetik, ich steigere das Medikament ums Doppelte, aber ich habe einen überproportionalen hohen Plasmaspiegel. Ich habe eine hohe Plasmaproteinbindung, aber nur bei der Salicylsäure, 80 bis 95%. Und das können wir uns gleich merken, auch Diclofenac, Ibuprofen, Indomethacin, sehr hohe Proteinbindungen, über 99%. Laut Actuaris. Gut, und ASS oder die Salicylsäure wird dann renal eliminiert, wenn sie glucuronidiert wurde. So, Nebenwirkungen kann man alle wunderschön physiologisch sich ableiten. Gastrointestinale Beschwerden, da fehlt halt alles drunter. Von ein bisschen Bauchweh, ein bisschen Durchfall, ein bisschen Blähungen, das kann alles sein, okay?
Es kann natürlich auch zu einer Gastritis führen, also zu einer Entzündung der Magenschleimhaut. Das ist dann eine Typ-C-Gastritis, C für chemisch, das machen wir heute noch. Einerseits eben durchs Ionenfallenprinzip können sich die Zellen, können sich als ISS in den Zellen anreichern. Andererseits hemmt sie die Prostaglandinsynthese und Prostaglandine brauchen wir ja für die Schleimschutzschicht. Das erklärt uns und eben, wenn die Gastritis kann auch zu Ulzeren führen. Eine Gastritis ist ja nur, bei einer Itis ist nur die Schleimschicht, die Mucosa betroffen. Hingegen bei einem Ulkus geht es bis in die Muscularis-Mucosa mit rein. Okay? Also bei einer Gastritis ist nur die obere Schleimschicht, die obere Schicht, Zellschicht betroffen. Hingegen beim Ulkus geht es bis in die Muscularis mit rein. Und das kann natürlich vorkommen bei Hochdosis NSAR-Therapie oder über einen längeren Zeitraum. Zusätzlich, wenn ich noch andere Medikamente einnehme, wie Glucocorticoide oder SSRIs, also selektive Serotonin-Reuptake-Inhibitoren, Antidepressiva, kann es eben Magenulzera fördern. Und das Ionenfallenprinzip haben wir schon verstanden mittlerweile. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass wir als Ulkusprophylaxe einen Protonenpumpeninhibitor geben können. Weil wenn ich nämlich den Protonenpumpeninhibitor, der hebt mir den pH-Wert an, von sagen wir auf 2, auf 3 oder 4 hinauf. Das heißt, ich habe im Magenlumen, gibt das ISS schon sein Proton ab, ist dort geladen, ionisiert und kann dadurch nicht in die Magenzelle rein und kann in der Magenzelle nicht akkumulieren. Okay, das ist ein Effekt. Und natürlich, wenn ich die Protonenpumpe hemme und weniger Protonen im Darmlumen habe, können diese Protonen nicht meine Magenzellen angreifen. Ja? Na, nicht wirklich, weil wenn du jetzt zum Beispiel dir den Fuß verstaucht hast oder dir, keine Ahnung, irgendwo einen Nagel eingerissen hast, das entzündet, weil sau weh oder einen Gichtanfall hast, brauchst du nur für ein paar Tage das ISS oder das Ibuprofen, da muss man es nicht dazugeben. Aber man macht eine Ulkusprophylaxe bei Patienten, die über 65 sind, kann man es machen. Bei Patienten, die gleichzeitig SSRIs nehmen, Glucocorticoide nehmen, die gleichzeitig antikoaguliert sind, die einen Helicobacter haben, die schon mal gastrointestinale Blutungen hatten. Bei solchen Patienten kann man sich überlegen, das mitzugeben. Aber Medikamente sind keine Zuckerl, okay? Das sind keine Zuckerl. Und wenn man es vermeiden kann, gibt man es nicht. Ja? Das musst du einen Pharmazeuten fragen. Ist ein Pharmazeut nah? Pharmakologe. Pharmazeuten sind Apotheker und die sind eher für die Formulierung zuständig, wie das quasi eingepackt wird. Gut, Bronchospasmus haben wir schon gesagt, wegen den Leukotrienen. Eh klar, wenn ich die Cox hemme, über die Leukotriene, Bronchospasmus. Die Hypersensitivitätsreaktionen können alles sein. Das kann reichen von einem leichten Ausschlag bis zu Urtikaria, bis zu Nasen- und Augenrinnen. Das kann alles sein de facto. Blutungsneigung ist natürlich erhöht, wenn ich die Thrombozyten hemme. Vor allem eben in Kombination mit SSRIs kann die Blutungsneigung auch erhöht sein, weil die Antidepressiva, die blockieren wir nämlich den Serotonintransporter und wenn die Thrombozyten weniger Serotonin drin haben und auch noch die Cox gehemmt ist, kann es die Blutungsneigung natürlich steigern. Und das ist nicht so ohne, da denkt man sich, na gut, Blutungsneigung, was heißt das, dann blutet ein bisschen in den Darm rein, ist ja nichts dabei. Na, aber so ist es nicht. Blutungsneigung erhöhte kann auch sein, dass man eine intrakranielle Blutung hat, einen hämorrhagischen Infarkt. Jedes sogenannte blutverdünnende Medikament, das ist ein schlechter Terminus, aber alle Medikamente, die Thrombozyten hemmen, also die Cox-Inhibitoren oder ISS ganz im Besonderen, oder die Vitamin-K-Antagonisten, die mir quasi das Gerinnungssystem hemmen, oder andere Thrombozytaggregationsinhibitoren wie Clopidogrel und Ticagrelor und so weiter, haben alle als Nebenwirkung Blutungsneigung. Okay, man muss immer die Blutungsneigung in Relation sehen zum Nutzen. Ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er Hirnblutung kriegt?
Oder ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er durchs Vorflimmern einen Thrombus, dass sich der bildet und der kriegt einen Schlaganfall? Okay? Gut, Blutungsneigung. Ja? Kombinieren. Kann schon sein, also Streptolys, ja, kann durchaus sein, muss man sich anschauen. Aber du gibst, du kannst in dem Fall, also, du kannst dir was anderes geben, gibst halt Paracetamol, wenn du Fieber senken willst, im Prinzip. Ja? Ja? Die Thrombozyten brauchen Serotonin. Das Serotonin hilft, den hilft mit bei der Thrombozytenaktivierung und führt auch zu einer Vasokonstriktion im Bereich, wo dann die Blutungsquelle sitzt. Über 5-HT2A-Rezeptoren. Gut. Nephrotoxisch wirkt. Warum wirken sie nephrotoxisch? Warum wirken sie nephrotoxisch? Wehnen uns Nierenphysiologie. Wir haben in der Niere die Vas-Afferenz, die führt quasi hin zu dem Glomerulum. Dort haben wir dann diese ganzen Gefäßschlingen. Im Glomerulum wird quasi was abfiltriert. Das läuft durchs Tubulussystem durch. Und dann haben wir die Vas-Efferenz. Und die Vas-Efferenz zieht dann runter ins Mark, ins Nierenmark. Okay? Das heißt, das Nierenmark ist sowieso immer schon ein bisschen hypoxisch, weil die Vas-Afferenz, Glomerulum, Vas-Efferenz, das zieht halt so runter und diese ganzen Transportprozesse, die es dann hier gibt, in dem Tubulussystem brauchen wir Sauerstoff, entziehen dem Blut Sauerstoff und im Mark ist es immer ein bisschen hypoxisch. Was ist das Problem bei den Cyclooxygenase-Inhibitoren? COX-Inhibitoren wirken nephrotoxisch, indem sie die Vas-Afferenz kontrahieren. Okay. Jetzt sollten wir es aufzeichnen. Ah, das ist von gestern noch. Hier auch, aber wurscht. Wir haben die Vas-Afferenz als Blutgefäß. Vas-Afferenz, dann haben wir hier das Tubulussystem. Hier haben wir diese ganzen Gefäßschlingen. Okay. Und hier wird dann die Vas Efferenz weitergehen. Und dann zieht quasi dieses Blutgefäßsystem zieht hier runter. Und hier habe ich ja lauter Transporter, Haufen Transporter. Okay, das heißt, die Transporter, die hier stattfinden, brauchen ja Sauerstoff. Und das Mark ist immer ein bisschen hypoxisch. Mark hypoxisch. Hypoxisch. So, und in der Vas-Afferenz habe ich normalerweise Prostacyclin, Prostaglandin I oder Prostacyclin, das vasodilatatorisch wirkt. Blockiere ich jetzt mit COX mein Prostacyclin, führt es zu einer Vasokonstriktion, das heißt meine Blutgefäße gehen hier zu. Bisschen, ich habe weniger Blutfluss und das Mark ist noch mehr hypoxisch, als es sowieso schon ist. Okay, das heißt, ich habe durch diese Vasokonstriktion ist es quasi nephrotoxisch, weil die Vas-Afferenz zugeht und einerseits natürlich eine Vasokonstriktion mit einer Blutdruckerhöhung verbunden, das heißt, ich habe einen erhöhten Druck im Glomerulum und das Mark wird hypoxischer. Gut. Weiter ist es spannend, dass Prostaglandine wirken de facto mehr oder weniger diuretisch, weil sie einerseits die Natriumrückresorption hemmen, sie hemmen auch die Wirkung vom antidiuretischen Hormon und sie führen zu einer Vasodilatation hier. Das heißt, sie wirken mehr oder weniger diuretisch. Das heißt, COX-Inhibitoren, NSARs, sind blutdrucksteigernd, weil sie mir weil normalerweise hemmen Cyclooxygenase-Inhibitoren hemmen mir die Natriumrückresorption. Das heißt, hemme ich die Hemmung, wird mir Natrium rückresorbiert. Es wird die ADH-Wirkung normalerweise durch Cyclooxygenase-Inhibitoren
gehemmt, hämmlich die Hemmung wird mehr ADH-Wirkung passiert, das heißt, ich hole mir mehr Wasser zurück. Das heißt, dass Zyklooxygenase-Inhibitoren Blutdruck steigernd wirken, also Antihypertensiven entgegenwirken. Gut, wir merken uns, Cox-Inhibitoren wirken Blutdruck steigernd, weil sie eben die, weil sie normalerweise die Prostaglandine eher blutdrucksenkend wirken, zumindest in der Niere. So, Reihe-Syndrom. Das Reihe-Syndrom. Was ist das Reihe-Syndrom? Wer kriegt das? Kinder, und wie zeichnet sich das aus? Genau. Enzephalopathie, fettige Leberdegeneration und die Erbrechen. Reihen, die Erbrechen. Okay. Das ist halt, das kann passieren bei Kindern, mit viralen Infekten. Wenn man Kinder mit viralen Infekt, mit einem viralen Infekt, man will Fieber senken, mit ASS kann es zum Reihe-Syndrom kommen. Okay? Das ist suboptimal. Man weiß nicht genau, wo es herkommt, man glaubt aber, dass es eine Mitochondrienschädigung ist. Das ist Reihe-Syndrom und auch das ASS in Kombination mit Mitochondrien schädigen und dass das die Ursache fürs Reihe-Syndrom ist. Man weiß es aber nicht hundertprozentig. Das heißt, daraus ergibt sich auch die Kontraindikation, Kinder vor der Pubertät bekommen kein ASS. Okay, in manchen Büchern steht drin, vor dem 16. Lebensjahr, in manchen sogar vor dem 20. Lebensjahr. Als man diese Empfehlung raus, seit man die Empfehlung rausgegeben hat, keine Kinder mehr, ASS, ist das Reihe-Syndrom de facto verschwunden. Okay, die Inzidenz ist extrem zurückgegangen, weil man eben ASS hier als Co-Faktor identifiziert hat. Also Kinder vor der Pubertät, wegen des Reihe-Syndroms, kein ASS. Gut, Hypourikämie ist so eine Sache, da gibt es mehrere Erklärungsansätze, wie das zustande kommt. Einerseits sagen manche Bücher, also im Prinzip ist es mal so, dass geringe Dosen ASS führen zu einer Hypourikämie. Hohe Dosen ASS, wie ich sie nicht gebe, weil sie zu toxisch sind, aber wenn ich eine hohe Dosis ASS geben würde, würde es mir den Harnsäurespiegel senken. Was sind jetzt die potenziellen Erklärungsmechanismen dahinter? Im neuen Actuaris ist das eigentlich sehr, sehr schön eingezeichnet mit diesen Kanälen, die es gibt. Das ist im alten noch nicht drin gewesen. Die Grafik ist wirklich wunderschön jetzt, dass man sieht, dass über Urat 1 quasi Harnsäure rückresorbiert wird im Austausch mit einem Anion. Okay. Und dass es aber auch Transporter gibt, diese NPT1 und NPT2 Kanäle, die mir Harnsäure rauspumpen ins Tubuluslumen. Und jetzt ist die Sache die, im Actuaris steht zum Beispiel drin, dass geringe Dosen ASS die Sekretion von Harnsäure hemmen. Das heißt, im Blut steigt mir die Harnsäure und hohe Dosen ASS die Rückresorption hemmen. Das heißt, es wirkt urikosurisch. Dann steht aber in anderen Büchern auch, dass eigentlich ASS in geringen Dosen die Rückresorption steigert, eben über diesen Urat-1-Transporter, weil Urat braucht ja, kommt ja quasi aus dem Tubuluslumen hinein in die Nierenzellen und als organisches Anion wird dann quasi die ASS rausgehen oder SS rausgehen. De facto sind es vielleicht beide Effekte, man weiß es nicht genau. Wichtig ist für uns auf jeden Fall, geringe Dosen führen zur Hypourikämie, hohe Dosen würden urikosurisch wirken. Sei es jetzt durch eine die Hypourikämie ist verursacht durch eine Hemmung der Ausscheidung oder durch eine erhöhte Rückresorption, ist de facto irrelevant. Beides ist möglich. Das kann, wenn es ungeladen ist, durch die Schicht und wenn es nicht geladen ist, halt, wenn es geladen ist, halt nicht durch die Schicht, dann wird es erst im Dünndarm resorbiert. Ja, in der Niere hast du aber, das kommt ja basolateral über den, im Blut muss es ja de facto geladen sein. Weil im Blut hast du ein pH von 7,4,
Das ISS hat ein pKa von 3,4, das heißt, im Blut wird es geladen sein und da kommt es basolateral durch ORTs, organische Anionentransporter, in die Nierenzellen. Ja, aber nicht, wenn nicht, wenn es vom basolateral kommt. Basolateral kommt das Blut. Wenn es dann im Hahn drin ist, natürlich, da kannst du einen sauren Hahn hast bei pH 5, hast natürlich die Sache, dass wieder mehr Moleküle nicht geladen sind und die Membran permieren können, natürlich, ja. Könnte es, aber da hast du wieder viele Transporter in der Nierenzelle selber, gibt es das Proton wieder ab und dann hast du wieder den Urat 1, wo es wieder rausgeschmissen wird und das Urat zurücktransportiert wird. Oder es gibt eben ORTs oder MDRs oder ORTs und MRPs eigentlich. Okay? Aber man kann sich so durchdenken, natürlich. Macht auch Spaß. Gut, Kontraindikationen ergeben sich ganz klar aus unseren Beschwerden, okay? Kinder haben wir schon gesagt, wegen dem Reihe-Syndrom. Ulkus ist eh klar, wenn ich schon Ulkus habe, wenn ich schon blute, wenn ich schon H. pylori Ulkus habe und blute, gebe ich natürlich kein ISS oder keinen COX-Inhibitor. Schwangere ab der 32. Woche, warum gebe ich Schwangeren kein ISS mehr? Ja, weil der Ductus arteriosus portali zugeht, ist die eine Variante. Was ist die andere Variante? Das ist natürlich korrekt. Es macht eher anderes, es wirkt eher tokolytisch. Warum wirkt ISS oder warum wirkt ein COX-Inhibitor tokolytisch? Was ist Tokolyse überhaupt? Tokolyse ist Wehenhemmung. Warum wirkt ein COX-Inhibitor Wehenhemmen, tokolytisch? Genau, weil ich im Uterus für unter anderem die Wehen auslösen, machen eben wichtig für die Wehen, für die Uterkontraktion sind Oxytocin, aber auch Prostaglandine. Und wenn ich die Prostaglandinsynthese im Uterus hemme, hemme ich quasi die Wehentätigkeit. Wir wissen ja, zum 100. Mal im Uterus sitzt der Prostaglandin-F-Rezeptor, F-Female, gekugelkoppelter Rezeptor. Gut, Niereninsuffizienz. Auch logisch im Endeffekt, weil es nephrotoxisch ist und weil ich die Niere nicht noch mehr abschießen will. Asthma ist auch klar, weil eben durch die Leukotriene Bronchokonstriktion. Und Neugeborene mit dem Kerniktrus ist auch klar, weil wenn sie eine höhere Proteinbindung haben, können sie mehr das Bilirubin, das entsteht, weil das HbF abgebaut wird, aus den Albuminbindungen rausdrängen, das kann sich ablagern im Gehirn und zum Kernikterus führen, in den Basalganglien. Welche Medikamente können noch einen Kernikterus verursachen? Sulfonamide, sehr gut. De facto alles mit einer sehr hohen Proteinbindung, aber Sulfonamide merken wir uns noch. Aber würden Kindern sowieso kein ISS geben? Warum würden wir Kindern kein ISS, Neugeborenen kein ISS geben, unabhängig vom Reihe-Syndrom und vom Kernikterus? Ja, genau, weil sie noch zu viele Glucuronidasen haben. Kinder haben sehr viele Sulfatasen, Babys, Neugeborene, deshalb können wir ihnen Paracetamol geben. Paracetamol wird sulfatiert und glucuronidiert. ISS hingegen nur glucuronidiert und die 200 Metaboliten, die das wurscht sind. Das heißt, kleinen Kindern würden wir es deshalb auch nicht geben. Also Neugeborenen. So, Intoxikation. Ihr müsst wissen, wie entsteht die und was macht man dagegen. Die Dosierungen sind immer unterschiedlich hoch angegeben. Manchmal steht, die toxische Dosis ist bei 8 Gramm, manchmal bei 10 Gramm, manchmal steht schon bei 6 Gramm. Das muss natürlich aufs Individuum mit dem Körpergewicht sich anschauen. Aber sagen wir mal so, bei 8 bis 10 Gramm wird schon toxisch sein. Zuerst kommt es zu einer Hyperventilation. Also wozu führt ISS oder die Salicylsäure, wenn sie hoch dosiert ist im Körper, sie führt zu einer Entkopplung der Mitochondrien. Zuerst werden die Mitochondrien entkoppelt im Glomus caroticum und Glomus aorticum. Das ist quasi so eine Sauerstoffdetektionsstelle im Körper. Und dann denkt sich der Körper, Jesus, ich habe zu wenig O2, ich muss atmen. Und die Atmung wird natürlich angetrieben.
Also es kommt durch eine Entkopplung der Mitochondrien im Glomus caroticum und Glomus aorticum zu einer Hyperventilation und dadurch zur respiratorischen Alkalose, weil ich atme ja sehr viel CO2 ab. Durch Hyperventilieren atme ich CO2 ab, respiratorische Alkalose. Im nächsten Schritt kommt es aber dazu, dass die Mitochondrien im ganzen Körper anfangen zu entkoppeln. Und wenn Mitochondrien entkoppeln, was passiert dann? Es kommt zu einer Azidose, weil der Sauerstoff ja nicht mehr adäquat verwertet werden kann. Das heißt, die Zelle muss auf anaeroben Metabolismus umschalten und es kommt zu einem Laktatanstieg. Es kommt zu einer metabolischen Azidose. Und was geht noch einher mit einer, wieso kommt es zu, und dann kommt es eben zur Hypothermie und zur Atemlähmung. Die Hypothermie ist ganz klar, wenn Mitochondrien entkoppeln, normalerweise werden eine Mitochondrien durch diesen Protonengradienten, durch diese Transporter, die es gibt, Protonen rausgepumpt und dann am Ende kommen die Protonen rein und machen wieder aus ADP ATP. Bei der Entkopplung habe ich nicht das, sondern bei der Entkopplung entsteht Wärme. Dasselbe macht der Körper auch, wenn er durchs Uncoupling Protein über Schilddrüsenhormone wird ja auch Wärme produziert, indem Mitochondrien entkoppelt werden. Und die Atemlähmung, wie erklären wir uns die Atemlähmung durch die metabolische Azidose? Inwiefern? Ist eher bei der, die Tetanie heißt eher bei der Alkalose, weil die Tetanie, die Hyperventilationstetanie, da ist dann das Problem, dass CO2 abgeatmet wird, weniger Protonen da sind und das Kalzium von Zellmembran an die Plasmaproteine bindet und dann ist eher diese Tetanie, diese leichten Krampfungen. Hier ist eine Atemlähmung. Ja, fehlendes ATP ist auch eine Möglichkeit. Bitte? Ja, ich würde es auch, es gibt wahrscheinlich mehrere Mechanismen, aber für mich am logischsten ist die Hyperkaliämie. Azidose ist gleich Hyperkaliämie. Wenn draußen viel Kalium herumschwirrt, ist die Tendenz vom Kalium in der Zelle rauszugehen gering. Das heißt, die Zellen repolarisieren nicht mehr und die Muskelzellen können nicht mehr arbeiten. Auch das Diaphragma. Weiters habe ich auch den Effekt beim Herzen. Hyperkaliämie, wenn ich eine offene Herz-OP mache, habe ich diese Kardioplegie-Lösung, die ist kaliumreich, indem ich quasi die Repolarisation störe. De facto führt es dann eben zum Tod. Also für euch ist wichtig, respiratorische Alkalose wegen der Entkopplung im Glomus aorticum und caroticum, dann entkoppeln sie überall, Azidose, Hypothermie, Atemlähmung, wahrscheinlich eben wegen der Hyperkaliämie. Und was machen wir, wenn wir es ausscheiden wollen? Harnalkalisierung mittels Natriumbicarbonat, weil Ionenfallenprinzip, gehen wir es nicht nochmal durch, und auch Dialyse ist möglich. Und gestern hat jemand in eurer Facebook-Gruppe gefragt, wieso man Salicylsäure, das eine hohe Proteinbindung hat, dialysieren kann. Wieso kann man es trotzdem dialysieren, obwohl es eine hohe Proteinbindung hat? Das heißt ja, Substanzen, die dialysabel sind, müssen ein kleines Verteilungsvolumen haben und sie müssen eine geringe Proteinbindung aufweisen. Die Sache ist die, wenn ich mich in toxischen Dosen befinde, ist die Bindungskapazität von meinen Transportproteinen gesättigt. Das heißt, ich habe keine Proteinbindung von 80-95%, wie normalerweise, sondern nur mehr 50%. Okay? Das heißt, in toxischen Dosen nimmt die Proteinbindung ab, weil die Enzyme gesättigt sind, die Bindung ist gesättigt und ich kann es dialysieren. Gut, jetzt haben wir die Folie in extenso besprochen, aber ihr müsst hier wirklich die Nebenwirkungen alle erklären können und ableiten können. Und das ist ja hier auch sehr simpel, finde ich. Wenn man sich da hinsetzt, das mal durchdenkt, hat man alle Nebenwirkungen und Kontraindikationen verstanden. Und es ist viel einfacher, sich das so zu merken. Ja? Forcierte Diurese, da gibst du einfach gibst halt ein Diuretikum und scheidest vermehrt Wasser aus und dann durch das die Niere antreibst, kannst halt mehr Substanz in kürzerer Zeit über die Niere ausscheiden.
Kannst du Schleifendiuretikum geben zum Beispiel? Gibt man auch in dem Fall dann. Gut, das haben wir schon gesagt. Da kann man wunderschön hergehen und da kann der Professor sagen oder Professorin sagen, zeichnen Sie mir die drei Dosis-Wirkungskurven und dann macht sie halt eine Grafik mit einer Dosis-Wirkungskurve für die Aggregation, mit einer für die Antipyrese und Analgesie und einmal für die Entzündungshemmung. Gut, die machen wir jetzt noch durch, bevor wir kurze Pause machen vom Paracetamol. Folgendes. Die Nebenwirkungen sind meist ähnlich. Okay, die Nebenwirkungen sind de facto bei all diesen Sachen relativ ident. Aber, also Nebenwirkungen, die es vorher gibt, könnt ihr euch einfach merken, aber sie sind hier bei den anderen ein bisschen geringer ausgeprägt oder manche ein bisschen anders. Die Aggregationshemmung ist logischerweise geringer, weil nur ASS die COX irreversibel hemmt. Die anderen machen es ja kompetitiv. Ibuprofen ist sehr gut verträglich. Das ist für Kinder geeignet ab 6 Monaten. Das ist sehr gut, das macht nämlich kein Reihe-Syndrom. Reihe-Syndrom macht nur ASS, okay? Ibuprofen macht das nicht, kann man auch ab 6 Monaten geben. Hat eine Nebenwirkungsrate von ungefähr 5 bis 15%, okay? Wird also sehr gut toleriert. Naproxen, merken wir uns, hat eine hohe Halbwertszeit von 10 bis 18 Stunden. Diclofenac, merken wir uns, ist de facto sehr verrufen, weil es eine COX-2-spezifische Wirkung hat, spezifischer wirkt als andere, zu vermehrten kardiovaskulären Zwischenfällen, führt deshalb, passen wir auf, bei Herzinfarkt, Schlaganfallpatienten, Diabetikern und Hypertonikern und sowas. Es wird über ZYP2C oder 2C9 metabolisiert und da ist wieder einfach zu merken, was ich schon mal gesagt habe, oft ist eine ZYP-Interaktion mit einem Transaminasenanstieg verbunden. Hier haben wir wieder das Prinzip, Diclofenac läuft über ZYP2C9 und ich habe einen Transaminasenanstieg. Gut. Phenylbutazon ist spannend. Es haben alle eine hohe Proteinbindung. Okay, Ibuprofen, Diclofenac, Phenylbutazon, Indomethacin, sehr hohe Proteinbindungen. Phenylbutazon genauso, müssen wir aufpassen, hat die längste Halbwertszeit, 50 bis 70 Stunden und zwei wichtige Nebenwirkungen, Agranulozytose und es kann zu Ödemen führen. Und dann haben wir noch das Indomethacin. Das Indomethacin hat eine sehr, sehr hohe Nebenwirkungsrate, 35 bis 50% Nebenwirkungen beim Indomethacin. Und es hat auch zentralnervöse Effekte, es macht Kopfschmerzen, Müdigkeit, Benommenheit und solche Sachen. Das Tolle beim Indomethacin wäre, vor allem beim Gichtanfall, es hemmt auch die Migration der neutrophilen Granulozyten, so ähnlich wie das Kolchizin macht, aber es hat halt sehr hohe Nebenwirkungsraten. Also de facto, ich bin ein Fan vom Ibuprofen. Ich mag das Medikament. Es ist wirklich cool. Es hat die geringsten Nebenwirkungsraten, ist gut verträglich. Vor allem bei Frauen ist es sehr gut wirksam, wenn sie Menstruationsbeschwerden haben. Gut, Mefenaminsäure ist das Parkemet. Parkemet, das ist in Deutschland nicht zugelassen. In Österreich ist es zugelassen. Da stellt man sich die Frage, warum ist das so? Da habe ich mal nachgeschaut und ich habe zwei Antworten gefunden. Die eine Antwort ist wegen der Hepatotoxizität. Eine andere Idee ist, dass es zu Krampfanfällen führt, nämlich durch einen GABA-A-Antagonismus. Aber hier ist es sehr, sehr spannend. Der GABA-A-Rezeptor, ich habe mir gesagt, mein Lieblingsrezept, der besteht aus fünf Transmembrandomänen. Und je nachdem, wie er zusammengesetzt ist, kann Mefenaminsäure antiepileptisch wirken oder proepileptisch wirken. Also akademisch sehr spannend. Für euch ist nur wichtig, Mefenaminsäure ist in Österreich zugelassen, in Deutschland nicht. Also, was merken wir uns? Ibuprofen ist super, Diclofenac nicht kardiovaskulären, vorbelasteten Patienten Phenylbutazon, Agranulozytose, Ödeme, Indomethacin, sehr viele Nebenwirkungen.
Na, ist ja schon vorbei. Der Kern, das ist ja schon weg. Also dieser Ikterus, neugeborene Ikterus, passiert ab dem dritten Tag ungefähr und geht bis zum zehnten. Ab 6 Monaten ist das natürlich, ist das Bilirubin schon angeglichen. Die haben schon normale, das sind schon normalisiert. Gut. So, dann machen wir jetzt da kurze Pause von bis 5 nach halb. So, machen wir weiter. Es war die Pause doch länger als geplant, weil so viele Fragen kamen. Ich wurde gebeten, diese Dosis-Wirkungskurve aufzuzeichnen vom ISS. Wir haben hier die Wirkung und hier die Dosis. Halblogarithmisch aufgetragen, okay? Das kann man auch sagen, ungefähr von mir aus. Hier bei 30 Milligramm wirkt es antiaggregatorisch, EC50. Antiaggregatorisch. Bei 300 Milligramm wirkt es antipyretisch. Antipyretisch. Und analgetisch. Und bei 3 Gramm EC50 halt oder ED50 wird es antiphlogistisch wirken. Antiphlog. Okay. Wenn wir sagen, bei 30 Milligramm circa 50%, einmal die EC50, dann geben wir halt 70 bis 100 Milligramm, dass wir alle Patienten abdecken. Wenn wir sagen 300 Milligramm ist antipyretisch und analgetisch, dann geben wir halt 500 Milligramm, um fast alle abzudecken. Und hier bei 3 Gramm hätten wir halt antiphlogistisch, müssten wir 5 oder 6 Gramm geben, um alle abzudecken. Okay? Genau, wir geben hier 100, in England geben die 70, 75 Milligramm. Hat sich halt so durchgesetzt. Mehr ist immer besser. Na, weiß ich nicht. Hat sich so durchgesetzt bei uns. Gut. Paracetamol. So, Paracetamol ist ganz super. Vorher wurde ich noch gefragt, oder wurde nur so zum Anmerken, natürlich kann Ibuprofen, wenn man es lang nimmt, auch Gastritis machen, kann auch einen Ulkus machen. Es ist kein Medikament, einfach so zum Spaß halber geben, okay? Diese ganzen Medikamente können alle Nebenwirkungen haben, die auch das ISS hat, nur die Aggregationshemmung ist halt geringer und das Reye-Syndrom kommt nicht vor. Aber sonst können alle Nebenwirkungen auch vorkommen. Gut, Paracetamol. Was macht Paracetamol? Weiß man nicht so ganz genau, gibt es immer wieder neue Modelle. Ein Modell ist für die Antipyrese, dass es zentral die COX hemmt. Die Cyclooxygenase braucht freie Radikale, um aktiviert zu werden. Wir haben vorher schon gesagt, am Gefäßendothel in diesem OVLT, da kann eben, wird über Interleukine und TNF-Alpha, wird dort quasi die Cyclooxygenase-Expression und dann die Prostaglandin-Synthese induziert. Und wenn es Paracetamol dort auch herumschwirrt,
ist die Idee, dass es freie Radikale abfängt und durch das Abfangen freier Radikale die COX zentral nicht aktiviert werden kann. Das ist eine Idee. Man weiß nicht ganz genau. Die andere Idee ist, wieso es antipyretisch analgetisch wirkt, dass es absteigende 5-HT-Systeme aktiviert, also absteigende serotonerge Bahnen aktiviert und dann über das Rücken, im Rückenmark opioidärge Interneurone aktiviert. Dann ist eine Idee, dass es den Reuptake von endogenen Cannabinoiden hemmt und über den CB1-Rezeptor wirkt. Dann habe ich auch schon gefunden dazu, dass Paracetamol oder ein Metabolit von Paracetamol sich mit einem endogenen Cannabinoid verbindet, sich mit Arachidonsäure verbindet und dann dieser Metabolit den Cannabinoidrezeptor aktiviert. Und ganz neu ist, da steht im neuen Actoris drinnen, dass Paracetamol über den TRPA1-Kanal wirken soll. TRPA1. Und der sitzt im Rückenmark, dass es da durch schmerzmodulierend wirkt. Und nicht einmal Paracetamol selber, sondern zwei aktive Metaboliten. Quintessenz, man weiß nicht, wie Paracetamol wirkt. Aber zentrale COX-Hemmung ist im Seminar sicherlich die richtigste Antwort, okay? Steht ja auch in den Lehrbüchern so drinnen. Und jetzt neu mit dem TRPA1 kann man hier punkten, wenn man sowas weiß. Das Tolle an Paracetamol ist, man kann es auch Kindern und Neugeborenen geben, weil es sulfatiert und glucuronidiert wird. Und Kinder und Säuglinge haben ja viel Sulfatransferasen, dass sie die Steroide, die Geschlechtshormone metabolisieren können. Intoxikationen können auftreten. Ab wie viel Gramm ist sei dahingestellt? 6 Gramm ungefähr, sagt man. Und das läuft über den toxischen Metaboliten. Also Paracetamol wird normalerweise glucuronidiert und sulfatiert. Oder es wird über CYP2E1, auch ein bisschen 3A4, in diesen toxischen Metaboliten N-Acetyl-Parbenzokinonimin metabolisiert. Dieser toxische Metabolit wird normalerweise an Glutathion gekoppelt, zur Mercaptursäure und ausgeschieden. Oder wenn meine Glutathionreserven sich neigen, wird es quasi, kann es an Proteine binden und dadurch toxisch wirken und kann es zu Leberzellnekrosen führen. Das heißt, es kommt zu dieser toxische Metabolit, bindet mir ein Leberproteine, bindet an Proteine und stört diese und kann die Leberfunktion schädigen. Gut. Was ist wichtig bei uns, für uns? Ihr müsst wissen, dass dieser Metabolit entstehen kann und dass eigentlich der Metabolit über ein Glutathion gekoppelt wird. Was mache ich, wenn jetzt jemand eine Intoxikation hat? Wie bemerke ich das? Wie behandle ich das? Okay? Also, die Paracetamol-Intoxikation wird es symptomatisch zeitverzögert. Sagen wir mal, ich will mich suizidieren, ich nehme 10 Gramm Paracetamol jetzt innerhalb von 5 Minuten ein, dann habe ich innerhalb der ersten 24 Stunden noch kaum Symptome. Okay? Dann irgendwann wird es mir schlecht werden, ich werde Übelkeit haben, ich werde Oberbauchbeschwerden haben. Wenn man mir Blut abnehmen würde, also nach 24 bis 36 Stunden steigen mal die Transaminasen an und dann schon langsam bricht die Leberfunktion zusammen. Was sind klassische Funktionen der Leber? Sie synthetisiert Gerinnungsfaktoren, das heißt, ich kann Blutungen erleiden und sie scheidet mir das Bilirubin aus, das heißt, ich werde einen Ikterus kriegen. In weiterer Folge kann es zu einem akuten Leberversagen führen und auch zu einer hepatischen Enzephalopathie führen. Okay, also die Leber bildet ja normalerweise den Harnstoff und scheidet mir Ammoniak aus, aber Ammoniak kann im Gehirn dann zur hepatischen Enzephalopathie führen.
Alles ein bisschen zeitversetzt, also ein unangenehmer Tod, wenn man sich suizidieren will. Das Spannende ist noch, dass Paracetamol, dass das durch CYP2E1 zu diesem Metaboliten wird und CYP2E1 ist durch Alkohol induzierbar. Das heißt, wer sich suizidieren will, zuerst ein paar Tage lang viel Alkohol trinkt, dann hat man viel CYP2E1, der ist schon mal nutriert, hat wenig Glutathion und dann Paracetamol und die Geschichte hat sich. Zwei eins ist es, ja. Gut. So, was machen wir jetzt? Es kommt jemand zu uns ins Krankenhaus und sagt, ja, ich habe Paracetamol genommen, keine Ahnung wie viel Stück, und wir rechnen aus, der hat halt 7 Gramm genommen. Dann machen wir Folgendes, wir nehmen ihm Blut ab und schauen uns an, wie hoch sein Spiegel ist, okay, oder ihr Spiegel ist. Der höchste Spiegel, der Spiegelmaximum wird nach 4 Stunden postorale Aufnahme gemessen. Okay, also frag, wann haben Sie das genommen? Vor so und so vielen Stunden. Ah, jetzt sind wir bei 3,5 Stunden. Warten noch ein bisschen, nehmen wir Blut ab. Und wenn unser Serumspiegel, unsere Plasmakonzentration über diese Linie ist, behandeln wir. Okay. Wenn jetzt jemand sagt, er hat über die letzten 2 Stunden 7 Gramm Paracetamol genommen, behandeln wir auf jeden Fall. Weil dann habe ich ja keinen Punkt, wo ich sagen kann, es ist ein Spitzenspiegel, okay? Wenn ich jetzt innerhalb von 10 Minuten 7 Gramm nehme, gut, dann weiß ich, in 4 Stunden ist es. Wenn ich aber innerhalb von 2 Stunden 7 Gramm nehme, gibt es ja keinen Spitzenspiegel. Das heißt, den muss ich sowieso behandeln. Wie behandle ich die Patienten? Ich behandle sie mit Acetylcystein. Das wird körpergewichtsmäßig berechnet mit 3 Infusionen. 1. Stunde, 4. Stunde und nach 16 Stunden, so machen es die sind in Liverpool zumindest. Da gibt es auch andere Schemata. Für uns ist nur wichtig, ich gebe dem Patienten Acetylcystein, wenn er über einem gewissen Serumspiegel ist. Okay? Wieso gebe ich ihm Acetylcystein der Person? Weil Glutathion ist ein Pseudotripeptid, da ist drinnen Cystein, Glutamat und Glycin und ich brauche das Cystein, gibt es 2 Modelle wieder, ich brauche das Cystein, um Glutathion synthetisieren zu können oder das Acetylcystein selber fängt mir den toxischen Metaboliten ab. Gibt es zwei Ideen? Man weiß es nicht genau. Okay? Für euch ist wichtig Glutathion, also Acetylcystein als Therapie, weil es die Glutathionsynthese angetrieben wird, beziehungsweise das Acetylcystein den toxischen Metaboliten selber abfangen kann. Eine Alternative wäre Methionin, wenn jemand eine allergische Reaktion auf Acetylcystein hat. Also pseudoallergische Reaktionen haben viele Personen auf Acetylcystein. Also Urtikaria, also so Quaddeln, ein Ausschlag, Übelkeit, Erbrechen, können sie alles haben. Ist kein Grund, die Therapie abzubrechen. Wenn jemand einen anaphylaktischen Schock hat, ist es schon was anderes, okay? Gut, aber für euch wichtig Acetylcystein. Sonst Paracetamol sehr gut verträglich. Das Einzige, was wir haben können, sind den Transaminasenanstieg oder so ein bisschen Bauchweh, ein bisschen Durchfall, ein bisschen Flatulenz. Das hat man eben allem im Endeffekt. Gut, so viel zum Paracetamol. So, Paracetamol wirklich wichtig. Also mit der Intoxikation schaut es euch gut an beim Paracetamol. Metamizol. Metamizol ist, also Paracetamolintoxikationen gibt es eigentlich sehr häufig, ist eines der häufigsten Gründe für eben ein akutes Leberversagen neben einer Hepatitis B oder C. Ja? Paracetamol kannst du bei uns auch in der Apotheke kaufen. Na sicher, rezeptfrei. Schmerzmittel sind die meisten rezeptfrei erhältlich. Also Ibuprofen, was auch immer. Aber in England kannst du das Zeug im Supermarkt kaufen, ja. Gut, Metamizol ist ein cooles Analgetikum, zumindest
mir gefällt's. Wie ich das damals, also es ist so, Metamizol ist auch nicht sauer, es wirkt sehr stark analgetisch, antipyretisch und spasmolytisch. Im alten Actoris, den ich noch habe, 2009er Ausgabe, liest man halt über Metamizol und dann steht drin als Erklärungsmechanismus, wie das wirkt. Ja, es aktiviert das periaquiduktale Grau und dadurch aktiviert es absteigende serotonerge Bahnen und hemmt quasi auf Rückenmarksebene analgetisch. Wirkt halt durch diese Aktivierung absteigender Bahnen analgetisch. Dann fragt man sich, wieso wirkt das aber spasmolytisch und wieso wirkt das antipyretisch? Und da bin ich irgendwann in einer Vorlesung gesessen und die war so unglaublich langweilig und da habe ich halt im Internet recherchiert und da bin ich draufgekommen, Antipyrese weiß man nicht so ganz genau. Man glaubt auch wieder zentrale Cox-Hemmung über freie Radikale. Und spasmolytisch habe ich gefunden, es wirkt vermutlich über Aktivierung von Kalium-ATP-Kanälen, also ATP-gesteuerten Kaliumkanälen. Das heißt, wenn ich Kaliumkanäle aktiviere, geht mehr Kalium aus der Zelle raus, sie hyperpolarisiert und sie kann nicht krampfen. Beziehungsweise inhibiert die Phospholipase C, weshalb das interzelluläre Kalzium abnimmt. Ich brauche Kalzium für die Muskelkontraktion. Das sind vermutlich die spasmolytischen Effekte. Und im neuen Actoris stehen die auch schon drinnen. Hätte ich mir das Recherchieren sparen können in dieser einen Vorlesung mal und hätte mir den neuen Actoris kaufen müssen. So. Bitte? Protein-Kinase, das ist dann der Folgeweg natürlich. C, wenn, nicht A. Gut, Pharmakokinetik, renal, was für euch ganz, ganz wichtig ist, ganz, ganz wichtig, Nebenwirkung, also wichtig Metamizol, es wirkt spasmolytisch, analgetisch und antipyretisch, ist nicht sauer und kann Agranulozytose auslösen und Anaphylaxie bei schneller IV-Gabe. Wie löst eine Agranulozytose aus? Vermutlich über Haptene. Es gibt einen Metaboliten, der heißt 4-Aminophenazon. Der wird gebildet, der schwirrt herum im Blutkreislauf, wirkt als Hapten. Das heißt, er bindet an ein körpereigenes Protein, verändert dessen 3D-Konformation dergestalt, dass dieses körpereigene Protein als Antigen fungiert. Okay? Und dann sei es dahingestellt, ist dieses Protein, das 4-Aminophenazon bindet, das ist ein Protein an der Oberfläche von Agranulozyten oder von Granulozyten oder an ein lösliches Protein und das Protein legt sich dann an die Granulozyten ab, das sei dahingestellt. Auf jeden Fall über Haptenbildung kann es zu Agranulozytose führen. Was machen wir? Was sind so, wie erkennt man die? Natürlich im Blutbild, wenn die Granulozyten abfallen oder an der Trias. Fieber, Angina tonsillaris und Aften im Mund. Okay, Fieber, Angina tonsillaris und Aften im Mund. Also Stomatitis aftosa oder wie heißt es? Stomatitis aftosa, ja. Gut, also wenn man jemanden behandelt mit Metamizol und er berichtet am zweiten Tag, plötzlich kriegt er Fieber, man tut der Hals, wenn man schaut rein, die Mandeln sind geschwollen, vielleicht auch mit nekrotischen Auflagerungen und er hat lauter Aften im Mund, kann ich mir ziemlich sicher sein, er hat eine Agranulozytose und da muss er mal ins Krankenhaus und gescheit und mal angeschaut werden und antibiotisch abgeschirmt werden möglicherweise. Und man kann ihn antibiotisch abstimmen, muss man anschauen, muss man nicht zwangsläufig machen, kann man aber machen, breit. Und GCSF könnte man im Notfall auch geben. Also Filgrastim, einen Granulozyten stimulierenden Faktor. Gut, hier haben wir noch angegeben, 1 pro 1 Million Anwendungen pro Woche. Okay, das heißt die Mortalität für Metamizol ist 25 zu 100 Millionen. ASS und Diclofenac ist sie ungleich höher. Okay, also Diclofenac ist nicht mehr so en vogue.
Und Metformin haben alle Angst, wegen der Adenylozytose. Vom Diclofenac hatte bis jetzt keine Angst, aber mittlerweile eben wegen dieser COX-2-spezifischen Wirken und kardiovaskulären Ereignissen nimmt man es nicht mehr so gern. Und ich habe mal auf der Nephro formuliert und da hatten wir eine Patientin, die kam aus dem Ausland, hat wegen irgendwo Schmerzen gehabt und hat im Ausland Diclofenac genommen, relativ viel, Tageshöchstdosis ist 150 Milligramm, die hat mehrere am Tag genommen, kam dann zurück nach Österreich, hat ihr ausländischen Diclofenac mit weitergenommen und auch noch in Österreich Schmerzmedikamente genommen, Cox-Inhibitoren hat sich die Niere abgeschossen. Okay, also immer aufpassen, Niere und Cox-Inhibitoren sind quasi eng miteinander verflochten. Ja? Ich nehme mal an im Prinzip, weil du halt dann irgendwelche Keime, die normalerweise die Granulozyten fangen, die Bakterien ab, okay? Also angeborene Immunabwehr und dann können halt irgendwelche Bakterien im Darm oder die halt so irgendwie zufällig irgendwo mit einer Körperoberfläche oder mit dem Blutkreislauf in Verbindung kommen, halt Fieber auslösen. Genau, neutropenisches Fieber, ja. Also du bist halt anfälliger für Infekte und Infekte ist gleich Fieber meistens. Eben, weil wir auch Tollwerk-Rezeptoren im OVLT haben. Gut, Indikation Koliken. So, das ist noch ganz cool. Hier sieht man, die Number Needed to Treat, das ist eigentlich ein Kennwert, den man meiner Meinung nach zu selten irgendwo angegeben hat. Finde ich sehr, sehr schade. Was haben wir hier? Hier wurde Folgendes gemacht. Hier wurden Patienten mit schweren und mit leichten und schweren Schmerzen hergenommen und man hat ihnen ein Medikament gegeben und geschaut, ob sich innerhalb der nächsten 4 bis 6 Stunden mindestens 50% der Schmerzen reduziert haben. Also man fragt den Patienten, was haben sie für einen Schmerz von 1 bis 10? 8, gibt ihm ein Medikament und nach 4 bis 6 Stunden fragt man, oder in 4 bis 6 Stunden fragt man, was haben sie jetzt für einen Schmerz? Und wenn er vorher 8 hatte, sollte er jetzt 4 oder weniger haben. Okay? Und dann kann man sich das ausrechnen und man sieht zum Beispiel, dass einzelne manche Präparate wie Codein, das ist halt so ein, im Anhang 3 ist das, eigentlich ein Antitussivum, alleine eine Number Needed to Treat von 16,7 hat. Das heißt, ich muss 16,7 Leute behandeln, um einen zu haben, der 50% Schmerzreduktion hat. Dann kann man sich anschauen, was passiert, wenn ich Codein und Paracetamol 600 gebe. Reduziert sich auf 4,2. Das zeigt mir diesen wunderschönen opioid-sparenden Effekt von anderen Analgetikern. Okay? Deshalb kombiniert man halt oft, wenn man WHO behandelt, chronische Schmerzen, Opioide mit Nicht-Opioiden, weil man diesen sparenden Effekt hat. Und dann sieht man auch Ibuprofen, 100 Milligramm müsste ich 3,7 Leute behandeln. Ups. Hingegen Ibuprofen 400 muss ich nur 2,5 Leute behandeln. Okay, aber auch noch immer genug. Ich brauche 2,5 Menschen, um einen behandelt zu haben. Aber hier sind es halt wirklich schwere, mittlere bis schwere Schmerzen, mindestens 50% Reduktion. Bei leichten Schmerzen kann es schon wieder anders ausschauen. Das erste ist Etoricoxib. Also ein Coxib, das wir sowieso nicht gerne geben. In Amerika gar nicht zugelassen ist. Gut, so, GI-Trakt. Puh, wir werden jetzt sicher, wir überziehen halt gewaltig. Gut, im Magen haben wir wichtige Zellen, Hauptzellen Pepsinogen, Nebenzellen Schutzschicht und Belegzellen sind für uns am wichtigsten heute, HCL-Sekretion und Intrinsic Factor. Der Intrinsic Factor, den brauchen wir für die Resorption von Vitamin B12. Was machen wir, wenn wir einen Vitamin B12-Mangel Mangel haben? Was haben wir dann? Makrozytäre Anämie und Vitamin B12-Mangel. Sehr gut. So. Also, wie läuft das ab? Hier müsst ihr sicherlich im
im Seminar quasi die Parietalzelle aufzeichnen können und die Sekretionsmechanismen, okay? Und auch die Transporter und die Proteine, die dabei beteiligt, die daran beteiligt sind. Wir haben für uns wichtig, es gibt in diesen Parietalzellen, die sezernieren quasi, die haben diese HK-ATPase. Okay, eine Protonenpumpe. Wieso ist es eine Pumpe und kein energieloser Transport? Weil es gegen einen Konzentrationsgradienten pumpt. Ich habe draußen schon viel H, drinnen viel Kalium. Das heißt, ich brauche Energie, um zu pumpen. Gut. So. Diese Parietalzellen haben halt hier drinnen schon vorgefertigte Speichervesikel, wo diese HK-ATPase oben sitzt. Und da gibt es gewisse Mechanismen, die zum Einbau dieser HK-ATPase führen. Einerseits Gastrin. Gastrin kann über zwei Effekte wirken. Gastrin kommt ja aus dem Antrum, aus dem Magenantrum kommt Gastrin. Oder aus dem Magen halt, nicht aus dem Antrum, aus dem Magen kommt Gastrin. Und das Gastrin kann einerseits wirken über Cholezystekinin-B-Rezeptoren und hier über den über GQ gekoppelt, über Calcium-Release kann es zu einer Verschmelzung von diesen Vesikeln und der Zellmembran führen, dass mehr HK-ATPasen eingebaut werden. Andererseits kann Gastrin mir über Enterochromaffin-like Cells zum Histamin-Release führen. Und Histamin wiederum, das ist wichtig, wirkt über einen H2-Rezeptor, der GS gekoppelt ist. Und GS ist wieder CAMP, ist gleich Proteinkinase A. Die kann diese Vesikel hier phosphorylieren, dass die leichter mit der Membran verschmelzen. Okay? Also wir merken uns jetzt schon mal, wir haben einerseits Gastrin wirkt über Histamin-Release und direkt an der Parietalzelle und Histamin wirkt auch direkt an der Parietalzelle. Und was führt noch zum Histamin-Release? Der Nervus vagus, okay? Und das sind M1-Rezeptoren. Hier Acetylcholin wird freigesetzt über Nervus vagus und bindet hier an M1-Rezeptoren und führt zu einem Release von Histamin. Dann kann der Vagus auch direkt über M3-Rezeptoren, das kann man sich mal leicht merken, M1 sitzt meistens auf Neuronen, M3 sitzt meistens auf irgendwelchen schleimsezernierenden oder sezernierenden Zellen und Drüsenzellen. Okay? M3 ist so ein Drüsenzellenrezeptor. GQ gekoppelt, selbes Prinzip. Also für uns ganz, ganz wichtig, ihr müsst es zeichnen können, die drei hauptwichtigen sezernierenden Effekte sind Histamin, Gastrin und Acetylcholin und die zugehörigen Rezeptoren und Signalkaskaden müsst ihr wissen. Okay? Dann ist natürlich noch wichtig, wie entsteht das H+ und das HCO3 und wo kommt das alles her? Ich habe H2O und CO2 über die Carboanhydratase zu H2CO3 und das dissoziiert dann spontan zu H+ und HCO3-. HCO3- wird hier durch einen Chlorid-Antiport quasi ausgetauscht und Chlorid wird hier ins Magenlumen, kommt ins Magenlumen rein und das H+ wird sowieso rausgepumpt. Das heißt, ich habe hier meine HCl-Sekretion. Okay? Welche Effekte wirken jetzt inhibierend? Sieht man hier nicht so schön, sieht man hier schöner. Welche Effekte wirken inhibierend? Wirken einerseits Prostaglandine. Prostaglandine führen über einen EP3-Rezeptor hier, der hier im Magen ein GI-gekoppelter Rezeptor ist. Den gibt es GI, GS, GQ. Das ist ganz lustig bei dem, das ist jede Antwort richtig. Senkt den CAMP-Spiegel und senkt Proteinkinase A. Das heißt, Prostaglandine hemmen dadurch den Einbau von Protonenpumpen. Und Somatostatin
ist auch ein GI-gekoppelter Rezeptor, kann mir auch den CAMP-Spiegel hemmen. Okay? Also Prostaglandine haben wir einerseits den Effekt, dass sie mir die Magensäuresekretion hemmen. Andererseits haben Prostaglandine den Effekt, dass sie mir die Schleimsekretion und die HCO3-Sekretion den Nebenzellen induzieren. Okay? Gut. Also, das haben wir heute schon gesagt, fehlen mir Prostaglandine, habe ich weniger Schleim und HCO, und fehlen mir Prostaglandine, habe ich quasi mehr HCL-Sekretion. Gut, das müsst ihr zeichnen können. Aber es ist eh, wenn man sich durchdenkt, mal ganz logisch eigentlich. Weil eh immer dieselben Moleküle bei einer beim Einbau von irgendwas beteiligt sind. Gut, das ist aus Avelinos einem Skript. Wir schauen uns mal das noch hier ein bisschen an. Für euch wichtig ist auf jeden Fall, sind die H2-Rezeptorblocker, die Protonenpumpeninhibitoren sind wichtig für uns. Das Pirenzepin ist halt eher akademisch interessant. Misoprostol ist auch noch wichtiger. Schauen wir uns jetzt alles ein bisschen an. Wichtig ist noch, wenn man das verstanden hat, kann man sich erklären, wie so eine Antrumgastritis oder ein Ulcus duodeni zu einer gewissen Symptomatik führt und wieso eine Corpusgastritis oder Corpus Ulcus eine andere Symptomatik hat. Die Parietalzellen sezernieren H+, das wird hier vorne im Antrum von Somatostatin, von D-Zellen registriert. Habe ich viel H+, wird viel Somatostatin ausgeschüttet und Somatostatin hemmt mir die G-Zellen, also gastrinproduzierende Zellen, einerseits. Andererseits kommt Somatostatin daher und hemmt mir direkt die Magensäuresekretion. Okay? Habe ich jetzt ein Ulkus hier in diesem Bereich, im Antrumbereich oder Duodenumbereich, habe ich zu wenig Somatostatin produzierende Zellen. Das heißt, mein Magen produziert H+, 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 aber hier ist kein Detektor. Das heißt, es wird weiter Gastrin sezerniert und weiter Histamin und die Parietalzelle wird weiter stimuliert, weil der negative Feedback Loop nicht funktioniert. Das heißt, Leute mit einer Antrumgastritis oder mit einem Ulcus duodeni haben eher einen nüchtern Schmerz, weil permanent so viel H+ da ist, haben die Schmerzen, wenn sie nüchtern sind. Und wenn sie was essen, ist der Schmerz quasi weg, weil das Essen das H+ abpuffert, sozusagen. Hingegen Patienten mit einer Corpusgastritis oder ein Ulcus hier im Corpus, Ulcus ventriculi, die haben wenig Parietalzellen, das sind Parietalzellen beeinträchtigt, das heißt, die haben weniger H+, aber die haben auch viel weniger Schleimschicht hier überall. Und die haben quasi weniger Schleimschicht hier und dieser wenigen Schleimschicht ist bereits ein bisschen H+ schmerzhaft und die haben den Nahrungsschmerz, weil hier der ganze Korpus quasi wund ist und die essen was und die Nahrung schmerzt noch mehr. Also, deshalb kann man sich wunderschön erklären, Ulcus duodeni, nüchtern Schmerz, weil zu viel H+ da ist aufgrund fehlender Feedback-Mechanismen und Ulcus ventriculi, habe ich einen nahrungsinduzierten Schmerz, weil überall hier die Wand quasi so geschädigt ist, dass ich zu wenig Schleimschicht habe und bereits ein bisschen H+ Schmerzen verursacht. Gut, wir werden ein bisschen schneller werden jetzt, das ist eh schon klar. Jetzt machen wir die Protonenpumpeninhibitoren. Also die Physiologie vom Magen ist ganz, ganz wichtig. Das müsst ihr zeichnen können, müsst ihr erklären können, dann müsst ihr Rezeptoren kennen und auch Signalkaskaden. Aber es ist eh logisch, wenn man sich's durchdenkt. So, wie läuft es jetzt ab mit diesen Protonenpumpeninhibitoren? Das ist unsere ultimative Waffe gegen Gastritis. Oder gegen einen Ulkus.
Omeprazol, Esomeprazol, Rabepant und Lansoprazol. Was machen die? Ich nehme die oral ein. Das sind alles Prodrugs. Ich nehme sie oral ein. Die wandern durch den Magen, werden im Dünndarm resorbiert, kommen dann, werden über den Blutkreislauf zum Magen transportiert und werden basolateral in die Parietalzellen gepumpt und ins Magenlumen reingepumpt. Okay? Das heißt, die wirken nicht gleich im Magen, wenn ich es oral einnehme, sondern die kommen zuerst in den Dünndarm und werden über den Dünndarm resorbiert, werden systemisch und kommen dann über die Blutseite. Im Magenlumen selbst werden sie bioaktiviert. Wenn es sauer ist, werden sie bioaktiviert und werden zu einem Sulfenamid und bilden dann quasi Disulfidbrücken mit der HK-Tepease und blockieren die irreversibel. Okay? Irreversible Blockade der HK-Tepease. Das ist wirklich wichtig, die kommen nicht, wenn man sie oral nimmt, wirkt nicht gleich im Magen, die werden zuerst systemisch und kommen von hinten sozusagen. Ja? In der Kanalikuli werden sie aktiviert. Gut. Metabolisierung. Und wann nehmen wir die? Wir nehmen die immer eine halbe Stunde oder Stunde vorm Essen, okay? Das heißt, man nimmt die, die können mal im Dünndarm resorbiert werden, zirkulieren und dann, wenn ich was esse, ist der Zeitpunkt der maximalen Säuresekretion und dann haben sich die schon angereichert in den Kanaliculi und können jede aktive HK-Tepease blockieren. So, wie läuft es mit der Metabolisierung jetzt ab? Da findet man in unterschiedlichen Büchern unterschiedliches. Das ist ein bisschen mühsam. In manchen steht mal prinzipiell, sie werden über ZYP2C19 und 3A4 metabolisiert. Da steht in manchen, ja, aber nur Omeprazol hemmt ZYP2C19. Mit den anderen gibt es eigentlich keine ZYP-Interaktionen. Dann findet man manchmal wieder, es gibt doch ZYP-Interaktionen mit manchen, mit den anderen PPIs auch. Ist ein bisschen mühsam, was ihr euch auf jeden Fall merkt, Omeprazol hemmt ZYP2C19, das heißt Medikamente darüber laufen, zum Beispiel Clopidogrel, sein Thrombozytenaggressionshemmer, der wird weniger bioaktiviert, was ein Prodrug. Okay? Und ihr merkt euch auf jeden Fall auch noch, dass diese Protonenpumpeninhibitoren nicht nur ZYP-Interaktionen haben können, 2C19, 3A4, sondern dass sie durch Änderung des pH-Wertes auch die Resorption von anderen Medikamenten beeinflussen können. Allen voran Azol-Antimykotika. Azol-Antimykotika werden bei hohem pH schlechter resorbiert. Okay. Weiters ist die Resorption von Eisen und Magnesium auch beeinträchtigt. Also rein theoretisch könnte ich habe da schlechtere Eisenresorption. Für uns wichtig ist auch noch, Nebenwirkungen kurzfristig sind de facto kaum vorhanden. Ein bisschen Durchfall, ein bisschen Oberbauchbeschwerden, Kopfschmerzen, gut, ist jetzt nicht so wichtig. Aber die werden wie Zucker verschrieben. Das sind manche Patienten sind auf einem PPI und keiner weiß warum. Der wurde einmal im Krankenhaus aufgeschrieben, weil es halt über Magenschmerzen berichtet hat und seit 6 Jahren nimmt er ein PPI. Täglich Rabeprazol 20 Milligramm. Keiner weiß warum. Und mittlerweile weiß man, dass langfristige PPI-Gabe eben doch zu Nebenwirkungen führen kann. Einerseits kann es zu Hypergastrinämie führen, die jetzt nicht so tragisch ist beim Menschen, aber immerhin, eben weil wenn ich permanent hier vorne H+ blockiere, also hier kommt wenig Säure an, dann habe ich wenig Somatostatin, habe ich viel Gastrin. Das kann zum Wachsen von Parietalzellen führen, zu einer Hyperplasie. Andererseits kann es zu interstitiellen Nephritis kommen, okay? Und das ist schon wieder was, das ist schon wieder blöder. Interstitielle Nephritiden kommen häufig, werden häufig durch Medikamente verursacht. NSARs, Protonenpumpeninhibitoren, Allopurinol kann es auch machen zum Beispiel, Cephalosporine, manche können es machen. Also das ist nicht so ohne.
dann kann es zu vermehrten GI- und Lungeninfekten kommen. Die Idee ist folgende: Wenn ich den pH-Wert im Magen anhebe, können dort leichter irgendwie Bakterien wachsen, die dann quasi raufwandern können in die Lunge, beziehungsweise auch das Wachstum quasi von Bakterien im Darmtrakt steigern. Bei den Frakturen ist es auch ganz spannend. Wieso kann es Frakturen auslösen? Es gibt eine Idee dahinter, ist Osteoklasten. Wir erinnern uns, wir haben ja Osteoblasten, die Knochen aufbauen, und Osteoklasten, die Knochen abbauen. Und Osteoklasten haben auch eine HKA-ATPase. Und wenn man jetzt die Osteoklasten HKA-ATPase auch dadurch hemmt, können quasi kleine Mikrofrakturen oder der Körper adaptiert permanent seinen Knochen auf Belastung, Folter stärkerer Knochen. Und wenn diese kleinen Mikrofrakturen und Mikroanpassungen nicht mehr vorgenommen werden können, repariert werden können, dann kann das Frakturrisiko erhöht sein. Eine andere Idee ist, dass quasi Calcium schlechter resorbiert wird, weil es nicht gescheit raus, weil man der pH-Wert zu hoch ist und das nicht mehr gescheit rausgelöst werden kann aus den Nahrungsmitteln und die Resorption von Calcium quasi gehemmt ist oder gestört ist. Gut. Acid Rebound, ja oder nein? Ausschleichen, ja oder nein? Es gibt keine wirklichen also die Guidelines sagen nicht, dass man ausschleichen soll. Wenn ich jetzt jemanden an PPI gebe, weil er immer chronische Gastritis hat oder einen chronischen Reflux hat, ich behandle den über ein halbes Jahr, Jahr mit einem PPI, kann man ausschleichen, muss man nicht, okay? Welche Medikamente muss man immer ausschleichen? Glucocorticoide und? Beta-Blocker, was hast du gesagt? Opioide? Ja, sollte man auch ausschleichen. Ja, aber Beta-Blocker und Glucocorticoide. Gut, also die PPIs sind sehr wichtig. Merkt euch die Namen, merkt euch ZYP2C19, beim Olpracel vor allem. Merkt euch jetzt die langfristigen Nebenwirkungen, die neu dazugekommen sind. Die sind in alten Lehrbüchern noch nicht drinnen gewesen. Und merkt euch, dass die Bioverfügbarkeit von gewissen Medikamenten oder anderen Substanzen beeinträchtigt sein kann. Und ganz wichtig, man gibt sie eine halbe Stunde oder Stunde vorm Essen. Gut, Histaminantagonisten. Da sind für uns nicht mehr wichtig Famotidin und Nizatidin. Das Cimetidin ist nicht mehr im Einsatz. Cimetidin hat multiple ZYP-Interaktionen und ist auch ein Antagonist am Androgenrezeptor, weshalb schon zu Gynäkomastien, Potenzstörungen führt, und aufgrund der multiplen ZYP-Interaktionen will man es sowieso nicht mehr geben. Man gibt manchmal noch immer H2-Antagonisten. Sie inhibieren einmal 90% der Ruhesäuresekretion, aber nur 50% der Prandialen. Ist irgendwie eh klar, weil bei der Prandialen haben wir das Gastrin, das direkt auf Parietalzellen wirkt, und wir haben auch den Parasympathikus, der direkt drauf wirkt. Das heißt, Histamin ist nur ein geringer Teil der prandialen Sekretion. Wenn jetzt zum Beispiel auf die Notfallambulanz jemand kommt mit akuten gastritischen Beschwerden und er hätte gern was, dann kann man ihm halt einen H2-Rezeptor-Antagonisten IV geben, und der wirkt halt schneller, als wenn ich ihm einen PPI geben würde. Weil der PPI braucht ja quasi aktive Protonenpumpen, aber wenn es gerade nichts ist, der Patient hat nichts gegessen, oder die nicht aktiv sind, sind sie nicht gehemmt, aber die basale Sekretion ist ja trotzdem zu 90% gehemmt. Gut, also ihr merkt euch, das mit der basalen und mit der Ruhe, also mit der Ruhe und mit der brandialen Sekretion, und dass sie eben das Cimetidin nicht mehr gegeben wird wegen dem Androgenrezeptor und wegen den ZYPs. Und sonst sind sie auch nicht mehr so stark im Einsatz. Gut. Pirenzepin ist ein Muskarin-Antagonist, und ihr müsst die anticholinergen Wirkungen aus dem FF können. Immer und immer wieder, okay? Das habt ihr schon im Block 4 gelernt. Anticholinerge Wirkung heißt im Endeffekt sympathische Wirkung, okay? Wenn ich den Parasympathikus blockiere, ist der Sympathikus aktiv. Beziehungsweise sollte man auch wissen, welche Rezeptoren wo beteiligt sind. Tachykardie. Warum Tachykardie, wenn ich Muskarinrezeptoren blockiere? Weil am Herzen sitzt der M2-Rezeptor, der mir eigentlich eine Bradykardie verursacht. Blockiere ich den, habe ich eine Tachykardie.
Mydriasis. Normalerweise habe ich M2 und M3 Rezeptoren, die mir eine Miosis machen, die Pupillen klein machen. Blockiere ich die, werden die Pupillen groß, weil der Sympathikus die Pupillen groß macht. Obstipation und Harnverhalten, auch klar, weil der Parasympathikus treibt ja die Darmfunktion an über M3-Rezeptoren. Und Harnverhalten auch klar, weil der Parasympathikus in der Harnblase hat auch M3-Rezeptoren. Das ist eine Kontraktion für, blockiere ich den, habe ich quasi eine schlaffe Blase, weil der Sympathikus die Blase relaxiert und den Blasenhals zumacht. Und ich brauche auch zudem für die Speichelsekretion natürlich den Parasympathikus. Zumindest muskelnerge Rezeptoren. Und Akkumulationsstörung läuft auch über M2 und M3. Das müsst ihr einfach wissen, diese anticholinergen Wirkungen, okay? Und warum und wie die zustande kommen. Pirenzepin hat man eigentlich gedacht, ist M1 spezifisch, hätte man sich gefreut, aber jeder, wie es so ist, in hinreichend hoher Dosierung ist er doch nicht so spezifisch und blockiert andere Muskelinrezeptoren auch noch. Ist aber kaum mehr im Einsatz. Aber für euch wirklich wichtig, anticholinerge Wirkung, das muss man können. Misoprostol, was ist hier wichtig? Kontraindikation Schwangerschaft. Warum ist das eine Kontraindikation? Zum 100.000. Mal im Uterus haben wir Prostaglandinrezeptoren vom Typ F. Und wenn ich jetzt einer schwangeren Patientin Misoprostol geben würde, was ein Prostaglandin-Agonist ist, könnte ich vorzeitige Wehen auslösen, weil es im Uterus den F-Rezeptor aktiviert und der F-Rezeptor GQ gekoppelt ist. Was macht Misoprostol? Was ist die Idee eigentlich? Es ist ein Prostaglandin-Rezeptor-Agonist und es hemmt damit die Sekretion. Wir haben ja schon gesagt, Prostagline hemmen die Sekretion über EP3-Rezeptoren und es aktiviert die Schleimproduktion. Und die Ulkusheilung wäre auch beschleunigt. Klassischerweise haben wir wirklich 30% der Leute haben Bauchschmerzen und Diarrhoe, eben weil wir auch im Gastrointestinaltrakt Prostaglandinrezeptoren haben. Frauen könnten hier theoretisch Bauchschmerzen haben aufgrund der Prostaglandinrezeptoren im Gastrointestinaltrakt, aber auch durch die Uteruskontraktionen, weil Regelbeschwerden sind ja auch manchmal oder häufig Uteruskontraktionen. Okay, also können die quasi, die Frauen hätten die auf zwei Arten und Weisen, könnten die Bauchschmerzen haben. Mittlerweile gibt es auch schon manche Formulierungen, wo die Hersteller sich denken, naja, Diclofenac macht Ulkus, Misoprostol macht, heilt den Ulkus oder beugt der Ulkusentstehung vor. Das heißt, ich kombiniere die beiden Substanzen in einem Präparat. Okay, gibt es auch schon manchmal. Da gibt es auch eins, wo Indomethacin mit Proglutid kombiniert ist. Das hat der Avelino hier in seinen Dingen drinnen. Hier das Proglumetazin, Proglumid und Indomethacin kombiniert. Dann gibt es zum Beispiel noch das Xepho. Xepho ist Lornoxicam und die haben dort auch Natriumcarbonat drinnen. Also das ist auch eine Möglichkeit. Gut, also Misoprostol merkt sich auf jeden Fall keinen Schwangeren geben. Sucralfat ist eben ein komplexes Molekül mit Aluminiumanteil und auch Saccharosesulfat. Das Interessante ist das, es hat viele Effekte. Einerseits heißt es, bildet so einen Schutzfilm, der legt sich auf den Ulkus drauf. Andererseits bindet es das Pepsin. Die Ulkusentstehung im Magen ist ja einerseits, durch die fehlende Schleimschicht habe ich viel H+, H+ wirkt als Säure ätzend und das Pepsin wirkt dann noch als Protease und schädigt mir auch noch meine Zellmembranen. Also wenn es Pepsin bindet, ist es schon mal gut. Der Aluminiumanteil scheint auch noch die Prostaglandinsynthese zu stimulieren. Gleichzeitig bindet der Aluminiumanteil Gallensäure, was von dem her gut sein kann, wenn ich einen galligen Reflux habe zum Beispiel. Aber Gallensäurebindung kann man immer gleich assoziieren mit Obstipation.
Wie macht die Gallen? Die Gallensäure macht nämlich normalerweise, treibt die den Darm an, indem es, habe ich schon zwei potenzielle Mechanismen gefunden dazu, die Gallensäure glaubt man einerseits, dass sie über eigene G-Protein gekoppelte Rezeptoren wirken, oder dass sie das Endothel, dass sie halt die Zellen im Gastrointestinaltrakt schädigen, dass die Elektrolyte abgeben und dadurch quasi sekretagog wirken. Merkt sich auf jeden Fall, Gallensäure wirkt eigentlich laxierend, blockiert die Gallensäure, wirkt es obstipierend. Okay? Gut, aber es ist auch wieder nur so ein historisches Präparat, das ist nicht so, das kaum mehr Einsatz findet. Aber hier kann man sich immer Nebenwirkungen überlegen. Ja, weil die Prostaglandinsynthese lokal ist, nehme ich an. Das Aluminium wird halt nicht so stark systemisch werden und wird eher lokal wirken und der Rest, der da ist, wird im Darm drinnen bleiben und die Gallens von der Gallensäure gebunden. Das ist meine Ad-hoc-Antwort. Ich nehme an, das ist der Grund. Antazida haben auch einen Stellenwert verloren. Was müsst ihr wissen? Man kann sich wieder überlegen, hier wunderschön mit Nebenwirkungen kann man hier ableiten. Wir haben einerseits Aluminiumhydroxid, als Nebenwirkung Obstipation, ist ja kein Wunder, weil es bindet uns die Gallensäure. Und als Nebenwirkung Hypophosphatämie, weil Aluminium auch das Phosphat bindet. Okay? Und die Idee bei diesen Antazidern ist einfach, dass die Säure neutralisieren, die legen sich wie so ein Gitter drauf, wirken sofort. Aber sie sind halt von kurzer Dauer nur und auch mit Nebenwirkungen behaftet und nicht so potent wie unsere Protonenpumpeninhibitoren natürlich. Die haben alles abgelöst, alles revolutioniert. Gut. Also, mit der Hypophosphatämie, was ist der Vorteil an der? Ich kann das Medikament zum Beispiel Leuten geben, die niereninsuffizient sind. Man muss halt aufpassen auch, weil Niereninsuffiziente haben zu hohe Phosphatspiegel, weil die Niere nicht mehr ausscheiden kann. Das heißt, ich kann Phosphat im Darm binden, aber ich muss aufpassen, weil wenn ich denen zu viel gebe, von dem kannst du eine Aluminiumenzephalopathie kommen. Okay? Man kann übrigens auch mit Calcium, Carbonat das Phosphat binden im Darm. Und es gibt dann noch andere Phosphatbinder. Wer nur, also Aluminiumhydroxid muss man nicht geben. Magnesiumhydroxid wirkt laxierend. Wieso wirkt es laxierend? Da habe ich mal gefunden dazu, dass es anscheinend die Cholezystekinin-Ausscheidung stimuliert. Und Cholezystekinin, was macht das? Cholezystekinin stimuliert die Kontraktion der Gallenblase, führt zu einer Gallensäuresekretion. Gut, Magnesium, merkt euch, wirkt laxierend. Passen wir aber auch auf, weil es kommt zu neuromuskulären Lähmungen, weil Magnesium wirkt ja als Kalziumantagonist und zu Atemlähmungen und Blutdruckabfall kann es kommen. Und manchmal macht man Folgendes, es gibt Präparate, die Magnesium und Aluminium vereinen, weil eines wirkt obstipierend, das andere wirkt laxierend. Zusammen haben sie keinen Einfluss auf die Darmmotilität. Das ist dann das Malagdrat, das ist ein Kombinationspräparat. Gut, und die zwei sind auch eher historisch. Natriumcarbonat, aufpassen, Natrium ist gleich Hypertonie, wenn es aufgenommen wird, osmotisch wirksam, Wasser folgt nach, führt zu Hypertonie. Und Calciumcarbonat, aufpassen mit der Nephrokalzinose, ich kann quasi Nierensteine kriegen und Obstipation auch, weil Calcium stabilisiert mir ja meine Zellmembranen. Gut. So. Wir müssen jetzt diese Krankheitsbilder ein bisschen abkürzen. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr wisst, dass es einen Helicobacter gibt und ihr müsst wissen, was der ungefähr macht und wie man den therapiert. Okay? Man kann mal unterscheiden zwischen Gastritis und Ulkus. Gastritis, habe ich schon gesagt, ist nur die Schleimhaut betroffen. Beim Ulkus geht es bis in die Muskularis hinein. Gastritis gibt es in drei Typen, Autoimmun, bakteriell und chemisch. Hat sich jemand wirklich was gedacht? Typ A für Autoimmun, B für bakteriell, C für chemisch. Also C sind quasi unsere medikamenteninduzierten,
Autoimmun bilden sich Antikörper gegen Parietalzellen und gegen den Intrinsic Factor. Da muss man halt dann, die haben überhaupt keine Säure im Magen. Die sind halt quasi achloremisch und die haben kein Vitamin B12. Das heißt, wir müssen den Vitamin B12 substituieren. Wie geben wir denen das? Wie geben wir Menschen, der Antikörper gegen den Intrinsic Factor hat, Vitamin B12? Rektal, weil, aber da wird jemand Proktologe. Nein, rektal nicht, weil wir brauchen es, es muss ja irgendwie resorbiert werden. IM, man spritzt IM. Oral kann man es nicht geben, weil wir den Faktor nicht haben, den Intrinsic Factor das bindet. So, bakteriell schauen wir uns das genauer an. Der H. pylori ist ungefähr für über 90-99% vom Ulcus duodeni verantwortlich. Okay, habe ich ein Ulcus duodeni, ist es hauptsächlich ein Pylori, der verantwortlich ist. Beim Ventriculi sind es noch immer bis 70-80%. Okay, haben wir auch schon gesagt, Ulcus duodeni Nachtschmerz und Besserung und Nüchternschmerz und besser durch Nahrungsaufnahme, weil das diese Feedback-Hemmung wirkt, der hat sehr viel H+. Und beim Ventriculi habe ich den Nahrungsschmerz, weil eben überall der ganze Ventrikel, der ganze Magen betroffen ist. Wie kann ich H. pylori nachweisen? Einerseits durch die Klinik, wenn er sagt, was haben Personen mit Ulcus für Klinik? Ja, sie haben eben nüchtern Schmerz oder nahrungsabhängigen Schmerz und sind Völlegefühl, epigastrisches Druckgefühl, Flatulenz, aufgebläht, sie haben, können sehr unspezifische Sachen haben. Und wie kann man messen? Wie kann man detektieren? Wir können den H. pylori einerseits durch den Atemtest messen, weil der H. pylori bildet Urease. Und Urease ist quasi ein Enzym, das uns aus Harnstoff NH3 machen kann, NH3 und CO2 machen kann. Und dieses NH3, das dieser Pylori hier produziert, das schützt ihn quasi vor dem sauren Milieu, weil NH3 kann das H+ abfangen, wird dann zu Ammoniak und der Pylori, der schützt sich quasi mit seinem NH3-Mantel, den er produziert durch das Enzym Urease. Und gebe ich jetzt dem vermeintlich betroffenen Patienten einen Harnstoff, der markiert ist, wird er vom H. pylori metabolisiert und ich kann das markierte CO2 in der Ausatemluft, in der Atemluft messen. Okay, das ist der Atemtest. Ich kann auch eine Gastroskopie machen und eine Biopsie nehmen und dann den Urease-Test auch so machen, den H. pylori so nachweisen. Und wenn ich einen, wenn ich wirklich einen Ulcus habe, kann ich jetzt, wenn ich einen Ulcus-Verdacht habe, der Atemtest ist positiv, behandle ich den Patienten und nachher muss ich schauen, ob der H. pylori noch immer da ist oder nicht. Wenn er noch immer da ist, kann ich auch eine Gastroskopie machen und wenn ich einen Ulcus sehe in der Gastroskopie, muss ich immer eine Biopsie vom Ulcus machen. Ein Ulcus muss man immer biopsieren, wenn man ihn sieht, okay? Um ein Karzinom auszuschließen. Und dieser H. pylori, wenn er da drinnen sitzt, der sitzt halt hier drinnen und schützt sich mit seinem NH3-Mantel, aber schädigt halt die Magenzellen, okay, mit irgendwelchen Virulenzfaktoren, mit Enzymen, Proteasen, was auch immer. Gut. Wieso behandelt man H. pylori? Eben, weil es zu Karzinomen kommen kann. Und das ist ganz cool. In einem heroischen Selbstversuch hat dieser Barry Marshall, der hat, keiner hat geglaubt, Anfang der 80er, dass H. pylori verantwortlich ist für einen Ulcus, weil alle gesagt haben, da unten kann kein Bakterium überleben. Das ist nicht möglich, in einem Säuregehalt lebt kein Bakterium. Dann hat er selber ein Glas von H. pylori getrunken, hat kurz darauf einen Ulcus entwickelt, das wurde mit Antibiotika behandelt und der Beweis war erbracht. Und dann Ende der 80er quasi war das die große Revolution, man wusste, was ein Ulcus auslöst. Also ist noch gar nicht so lange her. Gut. So. Eradikationstherapie. Ihr könnt ein Rezept bekommen, wie man einen H. pylori eradiziert und dann müsst ihr das quasi wissen, okay?
Ihr könnt es wurscht, welches ihr nehmt. Ihr nehmt entweder PPI Amoxi und Clary oder PPI Metro und Clary. Die zwei sind neu angegeben im neuen Actuaris. Es gibt auch ein ganz neues Schema. Mittlerweile wird nämlich schon empfohlen, dass man eine Vierfachbehandlung macht. Man gibt am PPI plus Amoxi plus Metro und dann gibt man plus Claritro, Clary oder statt Clary gibt man Levofloxacin. Okay, man behandelt mit vier Antibiotika gleichzeitig. Und da gibt es zwei Möglichkeiten jetzt. Entweder gibt man PPI plus Amoxicillin für 5 Tage und dann die zweiten 5 Tage gibt man auch am PPI, Metro und Claritro oder Levo. Was ein bisschen kompliziert ist, weil der Patient zuerst eins nehmen muss und nachher muss er andere Medikamente nehmen. Da kommt er leicht durcheinander. Oder man gibt einfach die komplette Tour für 7 Tage. Okay, aber für euch ist im Seminar sicherlich auch richtig, wenn ihr einfach nur sagt, Claritro und Amoxi oder Claritro und Metronidazol. 7 Tage oder 10 Tage, das könnt ihr euch dann aussuchen, okay? Ist es nicht so tragisch. Es gibt halt mittlerweile schon sehr viele Claritromycin-Resistenzen, weshalb man manchmal Claritromycin mit Levofloxacin ersetzt. Gut. Es wird Sie wunderschön anbieten, eine Antibiotika-Wiederholung zu machen, aber es ist schon so fortgeschritten in der Zeit. Oder will jemand kurz was über Claritromycin erzählen? Na, überspringen wir das. Gut. Übelkeit erbrechen. Was müsst ihr wissen? Ihr müsst auf jeden Fall wissen, welche Medikamente gibt es, wie funktioniert das mit dem, quasi mit dem Brechreflex und wie kann ich das behandeln, welche Antiemetika habe ich. Für uns wichtig ist, ich habe im Darm viele enterochromaffine Zellen, die haben viel Serotonin und die enterochromaffinen Zellen können wir einerseits über Nervus vagus hier den Nucleus tractus solitari erregen. Andererseits können auch herumschwirrende Substanzen oder Substanzen, die zur Freisetzung von Serotonin führen, hier in der Area postrema, mir die Area postrema erregen. Hier habe ich nämlich auch 5-HT-Rezeptoren und D2-Rezeptoren. Auch noch viele andere. Die Area postrema ist quasi das, da ist die Bluthirnschranke aufgeweicht und dient mir quasi zur Detektion von Giftstoffen im Blut. Okay? Das heißt, die Area postrema, Giftstoffe im Blut werden detektiert, die gibt dann ihre Signale auch für den Nucleus tractus solitari oder ans Brechzentrum. Und dieses Brechzentrum wird dann quasi die Retroperistaltik aktivieren und vegetative Symptome wie Schwitzen schlecht und würde mir quasi. Normalerweise geht die Darmaktivität ja nach unten, wird es quasi umkehren. Also für euch ist wichtig, welche Rezeptoren gibt es, welche sind an der Übelkeit beteiligt. 5-HT3, D2, NK1 sind ganz, ganz wichtig und für Kinetosen ist wichtig H1 und M1, also M1 Scopolamin und H1 Dimenhydrinat zum Beispiel. Machen wir aber noch. Also schaut euch das an. Ihr müsst auf jeden Fall wissen, dass es die Area postrema gibt, die Chemorezeptoren hat und dass es das Brechzentrum gibt und dass manche Medikamente ZNS-gängig sind und hier auch blockieren, manche aber nur hier blockieren. Das schauen wir uns jetzt an. Bei den Antiemetikern müsst ihr Folgendes wissen. Auf welchen Rezeptor das die wirken und was wichtige Nebenwirkungen sind, okay? Also, 5-HT3-Antagonisten sind Ondansetron, Tropisetron, Garnisetron, Dola und Palonosetron. Die wirken eben auf dieses System, sind fürs
frühe Zytostatika induzierte frühe Erbrechen. Okay? Frühes Erbrechen glaubt man, dass verursacht wird durch einen vermehrten Serotonin-Release. Blockiere ich die Rezeptoren, die Serotonin detektieren, blockiere ich quasi meine Übelkeit. Wir haben ja auch ZYP-Interaktionen. Okay, wir haben ZYP-Interaktionen. Und an Zitronen läuft zum Beispiel über 3A4, 1A2, 2D6. Krani über 3A4, Dola über 3A4 und 2D6. Palomo über 2D6. Merkt euch, ich habe hier ZYP-Interaktionen und ganz, ganz wichtig, Ondansetron kann ein Long-QT-Syndrom auslösen. Und das ist wichtig, wir wiederholen kurz die Medikamente, die ein Long-QT-Syndrom auslösen können, weil es einfach wirklich wichtig ist. Ja? Bitte? Aber es kann es machen und das ist das Wichtige. Das merken wir uns. Jetzt muss man sich anschauen, ob dann noch andere Medikamente gegeben werden, die ein Long-QT-Syndrom auslösen können. Welche Medikamente können ein Long-QT-Syndrom auslösen? Makrolide, sehr gut. Was noch? Quinolone. Quinolone, was noch? Azol-Antimykotika. Azol-Antimykotika. Das Cotrimoxazol. Cotrimoxazol. Das Domperidon, das kommt jetzt danach, also D2-Antagonist. Dann das Ondansetron. Und dann gibt es noch einen Haufen anderer Medikamente, die ihr jetzt kennenlernen werdet. Okay, aber das sind die, die ihr jetzt mal kennt. Und schon mal kurz vorweg, das ist ja eigentlich schon auch wichtig zu wissen, welche Elektrolytstörungen führen zu einem Long-QT-Syndrom? Eine Hypokalzämie. Hypokalzämie kann auch zum Long-QT-Syndrom führen, weil es gibt kalziumabhängige Kaliumkanäle. Habe ich wenig Kalzium, sind wenig Kaliumkanäle aktiviert und die Repolarisation ist gestört. Und eine Hypokaliämie. Hypokaliämie. Weil dass die Kardiomyozyten repolarisieren, müssen sie quasi Kalium extrazellulär gebunden haben. Wenig Kalium heißt in dem Fall langsame Repolarisationszeit. Okay? Das ist mal das, was ihr jetzt wissen müsst. Es gibt ja noch Antirhythmika der Klasse 3, die Long-QT machen, gewisse Psychopharmaka machen das, aber die sind mal ganz wichtig. Okay? Gut. Was haben die noch für Nebenwirkung? Verstopfung. Warum führen die zu einer Verstopfung? Weil 5-HT3 eigentlich den Darm antreibt, blockiere ich ihn, führt es zu einer Verstopfung. Okay. Muskarin-Antagonisten, hier haben wir wieder natürlich das Problem des anticholinergen Syndroms. Was sind Symptome vom anticholinergen Syndrom? Tachykardie, Mundtrockenheit, ja. Harnverhalten, Mydriasis, Stuhlverhalten, genau. Klassiker, muss man immer wissen. Gibt es Scopolamin gegen Kinetosen, ist ein Muskrin-Antagonist. Und dann gibt es das Butylscopolamin, das kommt nicht ins ZNS, wirkt spasmolytisch in der Peripherie. Das Buscopan, kennt ihr vielleicht. Butylscopolamin. Gut, Aprepitant, Fosaprepitant,
NK1-Antagonist gegen späte zytostatika-induzierte Erbrechen. Also Glukokortikoide und NK1-Antagonisten sind gegen späte zytostatika-induzierte Erbrechen. 5-HT3-Antagonisten gegen frühe zytostatika-induzierte Erbrechen. Nebenwirkung vom Aprepitant und Fosaprepitant, Transaminasenanstieg. Okay, Fosaprepitant wirkt schneller. Außerdem wirkt schneller. Ich habe auch noch Interaktionen mit CYP3A4 und 2C9. Ja? Das Problem, man weiß nicht, wie das späte Erbrechen zustande kommt. Beim frühen glaubt man, es ist das, der 5-HT-Release, beim späten weiß man es nicht. Das hat sich einfach empirisch so gezeigt. Naja. Kann durchaus darum gehen, vielleicht ist das die, ich habe nur gefunden, im Buch, wo ich nachgeschaut habe, ist drin gestanden, man weiß es nicht bis jetzt. Kann durchaus sein, dass Substanz B-Spiegel eine Rolle spielt. Aber wieso Glukokortikoide antiemetisch wirken, weiß kein Mensch. Da glaubt man, dass es vielleicht weniger Entzündungsmediatoren-Synthese ist. Man weiß es auch nicht. Gut. H1-Antagonisten, Kinetosen, ihr müsst wissen, Dimenhydrinat, Diphenhydramin, die machen auch noch müde, okay? H1-Antagonisten sedieren meistens. Alte Antihistaminika sedieren alle. Bei Metoclopramid und Domperidon, Metoclopramid ist sehr wichtig, weil es hat nicht nur, ist nicht nur D2-Antagonist, sondern auch noch 5-HT4-Agonist. 5-HT4-Agonist treibt mir quasi den Darm an und ein 5-HT3-Antagonist. Okay. Was sind Nebenwirkungen von Metoclopramid? Ja, genau, extrapyramidale Störungen, Metoclopramid geht ins ZNS, blockiert mir dort dopaminerge Rezeptoren. Ich habe extrapyramidale Symptomatik, wie beim Parkinson-Patienten. Okay, weiters führt es noch zu einer Galaktorö. Warum? Weil dopaminerge Neurone die Sekretion von Prolaktin hemmen. Wo kommt Prolaktin her? Ja, aus welcher? Die hintere, die Neurohypophyse, da kommt Prolaktin her. Und wir haben schon gesagt, die Blut-Hirn-Schranke ist aufgeweicht, einerseits in der Area postrema, andererseits um die Hypophyse herum, vor allem beim hypophysischen Hinterlappen. Und Metoclopramid hemmt einerseits dopaminerge Neurone, die eigentlich normalerweise hemmt Dopamin die Freisetzung von Prolaktin, hemme ich die Hemmung, führt zu einer Freisetzung von Prolaktin. Das heißt, es kommt zu einer Galaktorö, zu einer Milchsekretion in der Brust, es führt zu Gynäkomastie und es führt zu Potenzstörungen, weil das Prolaktin die Ausschüttung vom GnRH, vom Gonadotropin-Releasing-Hormon, hemmt. Domperidon hat den Vorteil, es geht nicht ins ZNS, es führt nicht zu EPS-Symptomatik, aber es führt genauso zu Galaktorö, weil es eben zu Hyperprolaktinämie, weil er die Blut-Hirn-Schranke um die Hypophyse herum aufgeweicht ist. Und auch zu Long-QT müssen wir aufpassen. Und Thrombinol ist auch noch ein Antimetikum, das ist auch wichtig. Dahingehend, dass es einfach ein CB1-Agonist ist, am Cannabinoid-Rezeptor wirkt, Nebenwirkungen sind eben verstärktes Hungergefühl, rote Augen und Paranoia. Also jeder, der kifft oder einen Kiffer kennt, der wird wissen, der kann das ableiten. Ja? Ja, wie das ist lustig, ich weiß, habe ich auch schon gelesen, man weiß es nicht, wo es herkommt, weil eigentlich Cannabis antiemetisch wirkt, aber es gibt das Hyperemesis-Syndrom, keine Ahnung, wie es zustande kommt. Gut, Antiemetika haben wir hier, das schaut euch an zu Hause, wichtige Sachen haben wir gesagt. Jetzt machen wir 10 Minuten Pause und dann geht es in den Endspurt.
Gut, machen wir weiter. Gut. Also, Aminosalicylate. Ihr müsst halt grob wissen, was unter zwischen Crohn und Colitis ist. Okay. Grob der Unterschied: Colitis ulcerosa, wie ich schon sagt, ist primär im Kolon, beginnt halt eher so im Rektum und breitet sich kontinuierlich aus, ist aufs Kolon beschränkt, kontinuierlich und nur die obere Schicht ist begrenzt, auf die Mukose ist begrenzt. Morbus Crohn hingegen kann überall sein, im ganzen Gastrointestinaltrakt. Es ist diskontinuierlich, das heißt, es kann überall so versprengt sein und es geht bis in die Muscularis hinein. Also tiefe Läsionen, die herumspringen, kann überall sein beim Morbus Crohn, auch im Mund. Mund bis zum Rektum, meistens ist es der Iliozäkalbereich, wo quasi Dünndarm in Dickdarm übergeht. Das ist am häufigsten. Und Colitis ist quasi aufs Kolon beschränkt, es beginnt ganz am Ende vom Kolon, Kolon ist aufsteigend und ist quasi kontinuierlich. Die Medikation, schaut euch halt an, wann man was gibt. Aber die Aminosalicylate helfen primär bei Colitis ulcerosa, beim Crohn halt dann, wenn das Kolon befallen ist. Aminosalicylate. Was ist wichtig für uns? Wir wollen, dass die aus dem Dickdarm resorbiert werden. Das heißt, es gibt diese Formulierungen des Sulfasalazin. Das Sulfasalazin ist Sulfapyridin und Mesalazin und das Osalazin ist zweimal Mesalazin. Okay? Und die haben halt eine Azo-Verbindung drinnen, diese zwei. Und durch die Azo-Verbindung wird es erst im Dickdarm resorbiert. Was merken wir uns? Was ist die Pharmakodynamik? Man vermutet, dass der PPAR-Gamma aktiviert wird. PPAR-Gamma und dass durch den PPAR-Gamma inhibitorische, also Gene exprimiert werden, die proinflammatorische Gene hemmen. Okay? Also inhibitorische Gene, die, also Proteine werden exprimiert, die halt der Inflammation entgegenwirken. Die Nebenwirkungen von Mesalazin und Osalazin sind eigentlich nur Diarrhea und Kopfschmerzen hauptsächlich. Die Idee, warum macht Mesalazin Bauchschmerzen oder Diarrhea, das macht sehr häufig bis in 20% der Fälle. Es scheint nämlich die Chloridsekretion im Darm zu steigern. Okay, Mesalazin, Hauptnebenwirkung Diarrhoe, vermutlich durch eine Chloridsekretion. Chlorid und dann nachfolgend Wasser. Oder Elektrolyt und nachfolgend Wasser. Beim Sulfasalazin ist der Sulfonamidanteil des Sulfapyridin für die meisten Nebenwirkungen verantwortlich. Deshalb gibt man es nicht mehr so gerne. Okay, was wir uns immer merken bei Sulfonamiden ist einmal Stephen Johnson und Agranulozytose. Das kann es nämlich machen. Und es kann auch eine megaloblastäre Anämie machen, weil es nämlich die Folsäureresorption hemmen kann. Es kann die Folsäure hemmen, die Megaloblastenanämie. Es kann auch zu einer Pankreatitis führen, okay? Und auch das Azathioprin kann zu einer Pankreatitis führen. Kann man es irgendwie leicht merken? Die zwei Medikamente, die halt bei Colitis und beim Crohn häufig eingesetzt werden, 5-ASA und Azathioprin, können beide eine Pankreatitis machen. Pankreas liegt ja auch da unten irgendwo im Gastrointestinaltrakt. Ich kann mir das irgendwie so leicht merken. Gut, es gibt einen Polymorphismus. Das Sulfonamidanteil des Sulfapyridin führt bei langsam Acetylierern zu mehr Nebenwirkungen als bei schnell Acetylierern. Okay, ja, keine Ahnung, irgendein Metabolit, was auch immer.
Gut, hätten wir das. Also schaut sich die zwei Störungsbilder an und ein bisschen was dazu sagen sollten wir halt können. Okay, so. Diarrhö, Antidiarrhoika und Laxantien. Von Diarrhö spricht man, wenn man mehr als dreimal am Tag dünnflüssig bzw. nicht wohl geformt aufs Klo geht, das ist Diarrhö, mehr als dreimal am Tag. Und wenn man weniger als dreimal in der Woche geht, ist es Obstipation. Okay, das ist meine Definition. Und ihr habt ja eh gerade Block 9 und da habt ihr auch das innere Seminar und da gibt es diese Bilder mit den Fäkalien, gibt es noch so schön der Text, wenn sich gleichsam die Schleusen öffnen und es plätschert, dann haben sie Durchfall oder sowas. Das steht dazu beschrieben, wunderschön. Gut. Also, was machen wir, wenn wir Durchfall haben? Klassischerweise orale Rehydratationstherapie. Einerseits durch Durchfall verlieren wir mal Flüssigkeit und Elektrolyte. Wir wollen Elektrolyte zuführen und eben führen die zu. Natriumchlorid, Kalium, Kaliumchlorid, Zucker, bla 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 und Wasser. Und was passiert? Es wird quasi, Elektrolyte werden resorbiert im Darm, vor allem Natrium und Glucose, wird resorbiert im Darm, Wasser folgt aufgrund von osmotischen Gründen nach und ich entziehe dem Darm quasi Wasser, beziehungsweise schifte das Wasser, das im Darm ist, in den Körper hinein. Okay? Orale Rehydratationstherapie. Natrium und Glucose wird aufgenommen, Wasser folgt passiv nach. Man kann auch Loperamid geben. Loperamid ist ein Mu-Agonist, das ist ein Substrat von P-Glykoprotein. Das heißt, es wirkt nicht zentral, nur peripher. Ich gebe es halt keinen Kindern unter 2 Jahren. Warum nicht? Weil die noch keine ausgeprägte Blut-Hirn-Schranke haben und zu wenig P-Glykoprotein. Bei Kindern könnte es zentral, unter 2 Jahren könnte es zentral wirken. Sonst sieht man ja die Dosierungen und bei Kinder unter 8 muss man es ans Körpergewicht anpassen. Loperamid ist nur eine Kurzzeitlösung, okay? Wenn ich jetzt auf Reisen bin, irgendwo in den Tropen oder in Mexiko oder Südamerika oder in Asien, wurscht wo, und ich erleide Durchfall, wirklich schweren Durchfall, der potenziell bakteriell verursacht ist, weiß man ja nicht, dann ist Loperamid halt eher eine Lösung kurzfristig, weil wenn es wirklich eine bakterielle Durchfallerkrankung ist, dann ist ein Magen-Darm-Trakt hemmendes Medikament kontraproduziert, weil die Bakterien da nicht ausgeschieden werden. Durchfall ist ja auch sinnvoll, wenn ich einen Infekt habe und das von Bakterien verursacht, dann spült mir quasi der Durchfall meine pathogenen Keime raus. Was macht der Mu-Agonist? Der Mu-Agonist macht 2 Sachen. Er hemmt mir die Darmmotilität und er hemmt mir die Sekretion von Elektrolyten in den Darm. Elektrolyte werden gehemmt, die Sekretion davon und die Darmmotilität wird gehemmt. Gut, das Racetazidotril ist eher bei Kindern wirksam, ist ein Enkephalinaseninhibitor, mehr müsst ihr dazu wissen, hemmt halt auch die Elektrolytsekretion. Cholesteramin gibt man bei kollagener Diarrhö, wenn ich ein Kurzdarmsyndrom habe, das bildet mir nämlich die Gallensäure. Ja. Na sicher haben die Durchfall. Das gibt man Kindern. Ja, dann hofft man, dass die, dann gibt man so orale Rehydratationslösung. Kommt drauf an, wie schwer der Durchfall ist. Dann muss der Kinderarzt eines Vertrauens aufsuchen. Muss man schauen, was ist, was die Ursache ist. Ist es viral? Ist es bakteriell? Ich meine, wenn es irgend so eine rote Geschichte ist, roter und Norovirus, ich meine, gegen roter kann man schon impfen. Noro kann man doch nichts impfen. Ja. Hoffen, dass es besser wird. Nein, ich weiß, also eben ab 3 Monaten kann man den geben. Was ist unter 3 Monaten? Das kann man nicht geben. Das wäre der Möglichkeit, orale Rehydratationstherapie. Warum nicht? Musst du sowieso als Kind bewässern. Ja, ist wichtig. Gut.
Außerdem ist es ja so, man muss den jeden Durchfall immer gleich in so einem Sinn behandeln. Der Durchfall ist oft selbstlimitierend. Jeder von uns hat manchmal Durchfallepisoden. Das dauert halt einen Tag, 2 Tage, das ist ja selbstlimitierend meistens. Ja, eh, den musst du mehr zu trinken geben. Kindern, gerade bei Kindern, die haben die Gefahr der Exsikkose immer. Da muss man immer schauen, dass die ausreichend Flüssigkeitszufuhr haben. Gut, Laxantien. Jemand kommt zu euch und sagt: Ja, du Frau Doktor, ich kann nicht aufs Klo, dann frag mal, na, wie häufig gehen Sie denn? Und wenn die Antwort ist, eben weniger als 3 Mal in der Woche, und es ist wirklich hart, es ist hart geformt, es ist, als ob ich ein Kind kriege, dann sagt man, na gut, vielleicht kann man da was machen. Und First Line ist halt oft Lebensstil mit Modifikation. Na, wie viel trinken Sie denn am Tag? Nur so ungefähr 1 Liter. Na, dann wundert Sie mich nicht, dass der Stuhl hart wie Beton ist, okay? Wenn ich dem Körper zu wenig Flüssigkeit zuführe, entholt er sich alles aus dem Darm. Also fragen wir, wie viel trinken Sie? Sagen wir, erhöhen Sie mal Ihre Flüssigkeitszufuhr, dann flutscht vielleicht besser. Dann können wir auch noch sagen, essen Sie mehr Ballaststoffe, Vollkornprodukte, die erhöhen auch die erleichtern Ihnen das auch. Dann kann man so Quellmittel geben, Leinsamen und Weizenkleie und so ein Zeug. Die machen Folgendes, wirken erst nach ein paar Tagen. Die binden mir das Wasser, das im Darm ist, und quellen auf, heißen ja Quellmittel. Und durch dieses Aufquellen stimulieren sie die Darmwand, und durch diesen Dehnungsreihen, der bereits an die Darmwand, wird quasi die Peristaltik in Gang gesetzt. Okay? Bei Gleitmitteln wie Paraffinöl, da macht man eben den Stuhl gleitbarer, dass der hinflutscht. Aber das Problem ist halt, wir haben dann einen Nebenwirkungsstör, wir haben Resorptionsstörungen von fettlöslichen Vitaminen. Welche sind die fettlöslichen Vitamine? ADK, genau. ADEC. Osmotisch wirksame. Die gebe ich, die werden quasi oral aufgenommen, werden dann im Darm oder im Dickdarm zu kurzkettigen Fettsäuren metabolisiert, die osmotisch aktiv sind. Das heißt, sie binden mir das Wasser oder sie holen mir das Wasser in den Darm, und das Wasser macht wieder alles ein bisschen flüssiger, logischerweise. Okay? Wichtig ist auf jeden Fall Laktulose und Laktitol, weil das gebe ich auch bei der hepatischen Enzephalopathie. Hab's jetzt schon mal kurz erwähnt, hepatische Enzephalopathie heißt, ich habe zu viel, also die Leber kann das Ammoniak nicht mehr adäquat metabolisieren. Das wirkt dann zentral dämpfend. Hepatische Enzephalopathie ist quasi so ein Stadium, wo man immer von der Somnolenz, von der Schläfrigkeit bis ins Koma abdriften kann. Und wenn man dann Laktulose und Laktitol gibt, bildet das im Darm eben kurzkettige Fettsäuren, also der Protonengehalt steigt an im Darm. Das NH3 fließt dann halt auch durch den Blutkreislauf in den Darm, kommt in den Darm hinein, nimmt dort ein Proton auf und wird zum Ammonium und wird gebunden. Das heißt, ich kann mit Laktulose und Laktitol bei Patienten mit hepatischer Enzephalopathie das Ammoniak im Darm binden und somit dem Problem ein bisschen entgegenwirken. Gut, dann haben wir noch solche Medikamente, antiresorptiv-sekretagogwirksame, wie Rizinusöl. Schmeckt grauslich, nimmt man deshalb nicht. Es wirkt vermutlich über Aktivierung von Prostaglandinrezeptoren. Anthrakinon-Derivate nimmt man auch kaum mehr. Die schädigen halt die Zellen, dass die Elektrolyte verlieren. Elektrolyte, denen folgt passiv Wasser nach. Das heißt, ich habe hier einen Elektrolytverlust. Das Problem hier ist auch, oder ist nicht so tragisch, aber es kann zur Melanosis Coli kommen. Das heißt, der Darm kann sich dunkel färben, aber das ist nicht krankheitswertig, ist benigne. Okay? Und das Bisacodyl, das ist recht lustig, so wie ich es verstanden habe, zumindest wie ich es durchgelesen habe. Das wirkt erst mit 8 bis 12 Stunden verspätet, wird oral aufgenommen, wird im Dünndarm resorbiert, wird hepatisch metabolisiert,
wird dann Bilir ausgeschieden und dieser aktive Metabolit, der Bilir entsteht, der wirkt dann erst im Dickdarm. Das heißt, wird aufgenommen, wird hepatisch bioaktiviert, kommt wieder in den Dickdarm, wird Bilir eliminiert, kommt in den Dickdarm und wirkt dann dort als Laxantium. Wir passen auf, KW-Laxantien-Abusus, okay? Ganz, ganz wichtig, da gibt es einen Teufelskreis. Habe ich jetzt einmal eine Verstopfung und kann aufs Klo gehen, nämlich Laxantien, okay? Laxantien führen einerseits über den Darm zum Verlust von Elektrolyten, einerseits von Natrium und von Kalium. Das heißt, systemisch nimmt mein Körper zu wenig Natrium wahr. Dann habe ich, wenn zu wenig Natrium wahrgenommen wird, vor allem in der Macula densa in der Niere, wird das RAA-System aktiviert, das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Das heißt, es wird vermehrt Aldosteron ausgeschüttet. Aldosteron führt mir spätdistal in der Niere zu einer Natriumrückresorption, aber zu einer Kaliumsekretion. Das heißt, ich verliere Kalium einerseits intestinal, andererseits renal und ich habe eine Hypokaliämie und die Hypokaliämie prädestiniert wieder zu einem langsamen Darm. Hypokaliämie hemmt mir die Darmaktivität. Warum? Habe ich wenig Kalium im Blut? Ist die Tendenz von Kalium interzellulär rauszuströmen höher, das heißt die Zellen hyperpolarisieren und können weniger leicht Peristaltik ausüben. Okay? Also KW-Laxantien-Abusus, weil ich habe einen Teufelskreis. Gut, diese neuen Laxantien hier, Procalopril, Linaclotid, Loperidon, die schaut euch halt an, sind halt spannend, sind sicher nicht fürs Seminar zu können, okay? Die zwei wirken halt, Lina und Lubi, über Chloridsekretion, Loperidon und Prostaglandinrezeptoren, Linaclotid über CGMP-Anstieg und Procalopril ist ein 5-HT4-Agonist. Im neuen Aktuari stehen sie drinnen, im alten nicht und im Freismutbuch steht nur Procalopril drinnen. Gut, das nur ganz kurz. Opioide haben als Hauptnebenwirkung Obstipation und da gibt es verschiedene Mechanismen, das zu bekämpfen. Und ein ganz cooles ist eigentlich Methylnaltrexon. Das ist ein Opioid-Antagonist. Aufgrund seines Methylrest geht es nicht ins ZNS und wirkt halt nur im Bauch. Und ist halt eine super Medikation gegen das. Bitte? Ja, aber Loperamid ist ein Opioid und Methylnaltrexon ist ein Opioid-Antagonist. Opioide hemmen die Darmmotilität, ist ein Antagonist. Genauso wie Naloxon, aber Naloxon gibt man eigentlich bei der Überdosierung, IV, hat aber kurze Halbwertszeit. Aber ist nicht so wichtig, Opioide kommen erst bei euch. Merkt euch halt, könnt ihr euch schon jetzt merken, Schmerzpatienten, chronische Schmerzpatienten, die auf Opioiden sind, berichten häufig über Obstipation. Oder auch Patienten, Chemotherapiepatienten. So, jetzt machen wir noch schnell die Gicht. Gut. Hyperurikämie. Hyperurikämie kann zum Gichtanfall führen. Okay. Harnsäure. Harnsäure entsteht durch den Abbau von Purinen bzw. durch die Zufuhr von Nahrungspurinen. Also wo ist viel Purin drin? In Fleisch, in Innereien, in Meeresfrüchten oder im Alkohol, vor allem im Bier. Bier hat sehr hohe Purinanteile und Alkohol hemmt oder führt zu einer erhöhten Rückresorption von Harnsäure. Das heißt, wenn man sich denkt, naja, ich trinke jetzt kein Bier, weil da sind Purine drin, ich trinke lieber Wein oder Wodka, hat man zwar den Vorteil, dass keine Purine drin sind, aber den Nachteil, dass durch den erhöhten Alkohol, durch die erhöhte Alkoholkonzentration mehr Laktat entsteht und das Laktat wird die Rückresorption von Harnsäure fördert. So.
Harnsäure hat einen gewissen Löslichkeitswert, 6,4 Milligramm pro Deziliter, aber es hängt auch davon ab, vom pH-Wert und von den Membranproteinen, wie es halt gerade im Blut ausschaut, okay? Und im neuen Actuary steht zum Beispiel drinnen, wenn man einen Spiegel hat von 9 Milligramm pro Deziliter, hat man ein Risiko, in den nächsten 5 Jahren einen Gichtanfall zu erleiden von 20%. Okay, man muss sich denken, 6,4 ist die Löslichkeitsgrenze. Erst ab 9 haben wir ein Risiko innerhalb von 5 Jahren, haben 20% der Leute einen Anfall. Also es ist nicht so schlimm, wenn es ein bisschen drüber ist vielleicht. Aber es ist, auch, ist auf jeden Fall, die Hypouricämie ist ein Risikofaktor für interstitielle Nephritis. Hypouricämie schädigt die Niere, interstitielle Nephritis. Es kann kommen zu Nierensteinen, und diese Uratsteine, die fallen vor allem aus im sauren Milieu, also saurer Harn plus viel Harnsäure prädestiniert für Nierensteine, für Harnsäuresteine. Ja, und es kann eben zu Gichttufe, zu Ablagerungen in den Gelenken kommen. Wie manifestiert sich der erste Gichtanfall bei den meisten Menschen? Kann ich so erzählen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich hatte schon mal einen Gichtanfall mit Anfang 20, bin aufgewacht in der Früh und plötzlich tut mir halt der linke Zeh so weh. Das Grundgelenk des großen Zehens ist häufig am ersten betroffen, tut irgendwie weh. Es war auch überwärmt und geschwollen, alle klassischen Entzündungszeichen. Und ich habe mir gedacht, was ist denn da los? Habe ich eine Nacht ausgetreten oder irgend sowas? Beim wilden Traum kann ja passieren. Und nein, das war es dann anscheinend nicht. Und ich habe meinem Vater das erzählt, und der sagt, hier mal, Bruder, du hast die Gicht. Und mein Herz lacht herzhaft ausgelacht, sagt, na sicher, ich habe sicher nicht die Gicht. Und dann habe ich im Medizinbuch nachgelesen und die Symptome verglichen, bin zum Arzt gegangen und habe gesagt, Herrn, Sie glauben, ich habe die Gicht. Und dann sagt er, ja, das kann wirklich sein, ich glaube, Sie haben die Gicht. Und wenn ich so zurückdenke, ich hatte immer schon erhöhte Harnsäurewerte. Immer schon bei der Musterung so, bei der Musterung das erste Mal festgestellt, sicherlich um die 7 herum, und auch jetzt meine blutbefundene Harnsäurewerte ist immer erhöht. Also dürfte eine Mutation im Urat haben oder irgendeinem anderen Transporter. Ich habe dann eine Zeit lang Allopurinol genommen, und der Arzt hat quasi, ich habe den Arzt gefragt, wie ist es, wenn ich jetzt einen Fleisch- und oder Alkoholexzess habe, kann ich dann Allopurinol nach Bedarf nehmen? Also nur am Samstag. Oder nur am Freitag. Und er hat gesagt, ja, das können Sie so machen. Das haben wir eine Zeit lang so durchgezogen. Oder immer, wenn der Zeh ein bisschen gezogen hat, dann nehmen wir halbes Allopurinol, man weiß ja nie. Aber ich habe in England das mit einem Arzt gesprochen, mit einem Rheumatologen. Und er hat gesagt, das ist ein Blödsinn, das bringt so nichts. Entweder nimmt das ganz oder gar nicht. So nach Bedarf nimmt man Allopurinol nicht. Und er meint auch, dass nicht der hohe Harnsäurespiegel als solches ursächlich ist fürs Ausfallen, für Gichtanfall, sondern starke Schwankungen. Gut, ich wollte kein Allopurinol nehmen mein Leben lang. Ich habe damals noch nichts von Nebenwirkungen gewusst, aber jetzt, wo ich es weiß, will ich es erst recht nicht nehmen wollen. Erstens, kein Medikament leben lang ab den 20ern, ist ja schwachsinnig. Außerdem macht Stephen Johnson interstitielle Nephritis, Agranulozytosen kann es auch machen, was auch immer. Und ich mache Folgendes, ich trinke einfach immer genug. Ich schaue, dass ich 2 Liter am Tag mindestens trinke und meine Harnsäure in Lösung halte. Dass die Harnsäure in Lösung ist, dass sie nicht ausfallen kann. Und im Winter mache ich es manchmal so, weil eine Theorie ist ja, dass es in der Nacht ausfällt. In der Nacht ist es meistens kühler und wenn es kalt ist, kann es leichter ausfallen. Im Winter ziehe ich mir Socken an beim Schlafen, dass quasi meine Füße warm sind, dass es nicht ausfallen kann. Da haben wir auch den Arzt gefragt in England, der sagt auch, da gibt es keine Evidenz dafür. Viel trinken ist eigentlich ist gut und Lebensstilmodifikation. Und er hat mir auf jeden Fall mal eine Gicht prognostiziert, dass ich die mal wirklich fix kriege. Bis jetzt hatte ich einen Anfall vor 8 oder 9 Jahren, seitdem nie wieder. Gut, soviel zu meiner Gichterfahrung. Was ist wichtig für uns? Welche Medikamente können eine erhöhte Harnsäure, eine Hypouricämie auslösen?
Ihr müsst wissen, auf jeden Fall Ethambutol, Ethambutol und Pyrazinamid. Der Ethambutol, was ist Ethambutol? Was ist das Besondere daran? Es macht keinen Leberschaden, genau. Pyrazinamid, Isoniazid, Rifampicin, alle hepatotoxisch. Ethambutol nicht hepatotoxisch, das Besondere daran. Was macht es für Nebenwirkungen? Nesostörungen, Retroperitoneuritis. Und es wird ja eigentlich zu 80% unverändert ausgeschieden, aber es werden 20% über die ADH und ALDH metabolisiert und da entsteht die Dicarbonsäure und die Dicarbonsäure führt zu einer erhöhten Rückresorption von Harnsäure. Eben über diesen Anionenaustausch. Dann kommt hier die Dicarbonsäure rein und hier raus und holt mir Harnsäure zurück. Selbiges macht Pyrazinamid, das wird halt zur Pyrazinamid-Carbonsäure und führt auch zu einer verstärkten Rückresorption. Bei Diuretikern ist schon wieder mühsam, findet man schon wieder zwei Sachen. Es hemmt die Ausscheidung, es führt zu einer erhöhten Rückresorption. Keine Ahnung, was jetzt stimmen soll. Wichtig ist auf jeden Fall, Diuretiker erhöhen den Harnsäurespiegel einerseits, weil es entweder Ausscheidung hemmen oder Rückresorption steigern. Und noch wichtiger, Diuretiker führt zum Flüssigkeitsverlust. Ist ja klar, wenn ich Flüssigkeit ausscheide, steigt die Konzentration der Harnsäure. Okay? Und bei ASS haben wir schon gesagt, kleine Effekte führen zu einer Hyperurikämie, große Dosen führen zu einer wirken urikosurisch. Ja. Ich habe keine Ahnung. Das ist eine gute Frage, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Echt? Kann durchaus sein, wenn man sagt, es ist eine Säure und ich kann es nicht sagen. Ich finde es ein bisschen mühsam mit der Harnsäure dahingehend. Man findet ehrlich gesagt relativ wenig dazu. Im alten Actuaris war das Kapitel, ist das mit der Physiologie so schlecht erklärt gewesen, ganz bisschen. Im neuen ist es schon besser, die Grafik ist super, aber trotzdem ist es irgendwie immer unzureichend erklärt. Das heißt, es blockiert den Urat, wird noch ein Urat rückresorbiert, aber irgendwie wirklich gut erklärt habe ich es noch in keinem Buch gefunden. Auch nicht im Goodmans und Gilmans. Aber wenn der Professor Freismuth das sagt, dann stimmt das sicher. Ja, aber ich weiß mal, aber kann schon sein. Auf jeden Fall Gemüse essen oder wenig Fleisch essen ist eine Empfehlung bei dem Harnsäurespiegel, weil eben dort weniger Purine drinnen sind oder keine Purine drinnen sind, die den Harnsäurespiegel steigern. Wie läuft das jetzt ab? Harnsäure wird filtriert, rückresorbiert und sezerniert. Also, wie wird es rückresorbiert? Über den Urat-1-Transporter, okay? Und da ist es ganz easy, das wird filtriert, läuft hier durch, über den Urat-Transporter wird es rückresorbiert im Austausch mit Anionen. Das kann jetzt sein Laktat, wenn man Alkohol trinkt, oder Dicarbonsäure, wenn man Ethambutol nimmt, oder Pyrazinamid-Carbonsäure, wenn man Pyrazinamid nimmt, okay? Und dann wird Harnsäure über den Glut 9 rückresorbiert. Ganz toll, dass der Glut heißt. Dann haben wir den ORT 1 und 3. Hier kommen halt die Anionen rein, die mit dem Urat ausgetauscht werden. So, und jetzt laut in dem neuen Actuaris gibt es auch noch einen Transporter eingezeichnet. Ich glaube, es heißen MPT oder NTP 1 und 4 und noch irgendein ABC-Transporter, der uns Harnsäure rauspumpt. Okay, das heißt, es gibt einen Harnsäure-Transporter, der das rauspumpt. Das ist wirklich, die Grafik ist wirklich wunderschön. Ich habe es gleich abgezeichnet, in mein altes Buch reingezeichnet. Weil man ähnlich einen Transporter sieht, der Harnsäure rauspumpt. Weil bis jetzt ist immer nur gestanden, es wird Harnsäure sezerniert, aber es hat in keinem Buch ist ein Transporter gestanden. Und plötzlich sieht man drei Transporter, die was rauspumpen. Unglaublich befriedigend, für mich zumindest. Gut, also wir merken uns, Harnsäure wird sezerniert über diesen neuen Transporter. Müsst schauen, wie die genau heißen, irgendein ABC-Transporter und NPT oder NTP 1 und 4. Und rückresorbiert über den Urat 1. Warum holen wir uns so viel Harnsäure zurück? Wir können Harnsäure
Tiere können Harnsäure zu Allantoin metabolisieren. Allantoin ist viel besser wasserlöslich. Menschen können das nicht. Wir holen uns viel Harnsäure zurück. Eine Idee ist, dass es quasi als Antioxidantium wirkt. Okay? Gut. Was machen wir jetzt? Harnsäure wird jetzt gebildet, das ist ein Abbauprodukt von Purinen. Und dann wird quasi Hypoxanthin zu Xanthin und Xanthin zur Harnsäure. Und hier haben wir das Enzym Xanthinoxidase. Und das hemmen wir mit Allopurinol und Febuxostat. Und Oxypurinol ist der aktive Metabolit von Allopurinol. Allopurinol hat nur Halbwertszeit von Viertelstunde oder 1-2 Stunden und Oxypurinol 18 Stunden aufwärts. Gut, und dann ist die Idee, wenn ich die Xanthinoxidase hemme, mir quasi Hypoxanthin rückstaut, wird es wieder zu Inosin und das Inosin oder wird Hypoxanthin zu IMP und IMP wird zu AMP und GMP und diese IMP, GMP, AMP hemmen hier vorne wieder die Purin-De-Novo-Synthese, okay? Das heißt, ich habe zwei Effekte. Einerseits wird die Harnsäure-Produktion gehemmt, andererseits wird die Purin-De-Novo-Synthese gehemmt, weil Substrate rückstauen. So. Das haben wir schon gesagt, Hypouricämie, wenn man viel Fleisch, Alkohol und Meeresfrüchte nimmt. Also die Grillparty mit einer Kiste Bier ist natürlich gichtförderlich. Tumorlyse-Syndrom, das ist nur ist bei Patienten, die immer Chemotherapie haben. Da kann es sein, dass die Zellen schnell zerfallen, eben durch das Chemotherapeutikum. Und dann fällt viel Harnsäure an. Und diese Harnsäure kann in der Niere ausfallen und kann zu einem akuten Nierenversagen führen. Das heißt, bei Patienten vor der Chemotherapie, denen kann ich zum Beispiel 2 Tage vorher schon Allopurinol verabreichen, um den Harnsäureanfall zu reduzieren. Beziehungsweise wenn wirklich plötzlich viel Harnsäure anfällt, kann ich Rasburicase geben und Rasburicase metabolisiert mir die Harnsäure zu Allantoin. Dazu kommen wir aber später noch. So, das haben wir auch schon gesagt. Jetzt schauen wir uns kurz die Medikamente an. Allopurinol, das muss man wirklich wissen, was das macht. Wird wie Zucker verschrieben. Aber man muss es wirklich gut überlegen. Wenn ich einen Patienten habe, der hat einen akuten Gichtanfall gehabt, gebe ich ihm gleich ein Allopurinol. Im neuen Aktuarium steht drinnen, dass man erst ab einem Grenzwert von, wenn jemand jetzt einen Wert von 10 Milligramm pro Deziliter Harnsäure hat, dann auf jeden Fall ein Medikament. Darunter Lebensstilmodifikation. Finde ich bei jemandem zufällige Blutbefund einen erhöhten Harnsäurewert, mache ich sowieso Lebensstilmodifikation. Hat er einen akuten Gichtanfall und mache ich auch Lebensstilmodifikation. Immer Firstline Lebensstilmodifikation. Selbes bei der Hypertonie, Firstline Lebensstilmodifikation. Bei der Gastritis, Firstline Lebensstilmodifikation. Insofern es geht, immer das zuerst. Allopurinol ist ganz, ganz verhasst bei den Dermatologen, weil es ein Steven Johnson auslösen kann. Weil es verschiedene Hautreaktionen auslösen kann, auch ein Steven Johnson und auch ein Pen von mir aus. Und das Jahre, Monate bis Jahre, nachdem man es genommen hat. Okay, ich habe mal einen Patienten gesehen oder getroffen, mit dem unterhalten und er hat erzählt, ja, er hat jahrelang Allopurinol genommen, hat es dann abgesetzt. Und dann, wie es abgesetzt hat, hat er plötzlich Steven Johnson entwickelt. Und wann ist es ganz, ganz häufig, der Steven Johnson beim Allopurinol, wenn man es gleichzeitig mit Diuretikern einsetzt und wenn man eine eingeschränkte Nierenfunktion hat, dann kommt es ganz häufig vor. Gut. Interstitielle Nephritis kann es auch machen. Okay, aber da kann man sagen, gut, die hohe Harnsäure kann auch interstitielle Nephritis machen, das kürzt sich quasi weg. Das Lustige ist natürlich, alle harnsäure-senkenden Medikamente können Gichtanfälle auslösen. Ist ja ganz toll. Also ich gebe Ihnen was gegen die Gicht, aber das kann einen Gichtanfall auslösen. Was ist die Idee dahinter, wenn man mit Allopurinol die Xanthinoxidase hemmt und die Harnsäure-Synthese hemmt?
strömt quasi harnsäurelos in den Knorpeln, gespeichert ist, in den Blutkreislauf zurück und durch diesen erhöhten Harnsäurespiegel kommt, oder eigentlich durch die Schwankung vermutlich im Harnsäurespiegel, kommt es zum Ausfallen und zum Gichtanfall. Ja? Bitte? Ich mache es ja nicht mehr, ich habe es gemacht und damals habe ich mich nicht so gut ausgekannt. Ich habe gedacht, das wird, wenn der Arzt okay gibt dazu, wird das schon passen. Aber ich, da, ich, das mit den Schwankungen, ist, ist ja, eigentlich heißt es, wenn man einen hohen Spiegel hat, hat man eben das führt zu Gichtanfall. Aber der eine Arzt hat gemeint, das sind die Schwankungen. Aber wie es halt immer so ist, du hast halt drei Ärzte, drei unterschiedliche Meinungen. Da ist halt jeder immer mit seiner Expertenmeinung dabei. Ich habe es jetzt nicht verifiziert, ob es die Schwankungen sind oder der hohe Spiegel. Aber dann wäre es natürlich ein bisschen ungeschickt, weil dann habe ich nämlich zuerst, wenn man vor dem Fortgehen nimmt man es, es fällt ab, dann trinkt man Alkohol, es steigt wann, ich habe die Schwankungen. Natürlich wäre es ungeschickt. Gut. Wir merken uns Oxypurinol, aktiver Metabolit, längere Halbwertszeit und wir merken uns ganz, ganz wichtig die Wechselwirkungen, weil nämlich Azathioprin beziehungsweise das Prodrug von 6-Mercaptopurin, die laufen ja auch über das. Also Azathioprin wird über Sulfotransferasen bioaktiviert zu 6-Mercaptopurin. 6-Mercaptopurin läuft dann über die Hypoxanthin, Guanin, Phosphor über Sulfotransferase und wird eben zu TOIMP. Und dann habe ich hier das TOIMP und dieses TOIMP wird natürlich auch hier über diesen Schenkel abgebaut. Blockiere ich jetzt aber diesen Schenkel, damit diesen, den Abbau mit Xanthinoxidase-Inhibitoren, akkumuliert das TOIMP und die Toxizität vom Azathioprin bzw. 6-Mercaptopurin nimmt zu. Das heißt, wenn ich beides gleichzeitig gebe, was man vermeiden sollte, aber wenn man es machen muss, dann muss ich das Azathioprin um 75% reduzieren von der Dosis her. Wie ist die Dose von Allopurinol? Das müsst ihr nicht wissen, aber man kann es auch ungefähr 300 Milligramm pro Tag, man kann es auch auf bis zu 900 Milligramm pro Tag machen. Ich habe auch schon gelesen heute erst, dass man es mal mit 100 Milligramm pro Tag einschleichen kann und dann macht man mal einen Harnsäurespiegel erneut nach 2 Wochen und dann, wenn es nicht passt, erhöht man es wieder weiter. Also man schon alle 2 Wochen erhöht. Dann haben wir noch andere Wirkungen, Kumarin und Theophyllin kann auch die Wirkung erhöht sein und eine erhöhte Knochenmarkstoxizität von Cyclophosphamid zeigt es auch. Wie das genau zustande kommt, keine Ahnung. Hat sich halt gezeigt. Aber im Prinzip muss man halt aufpassen, gerade Cyclophosphamid ist auch ein gängiges Medikament in der Chemotherapie, beziehungsweise gibt man es auch bei gewissen Nierenerkrankungen oder bei Erkrankungen, bei Autoimmunerkrankungen, um akut irgendeinen Schub abzufangen. So, für Buxostat, was ist hier der Unterschied? Es ist wie Allopurinol, nur kein Purin-Derivat. Das heißt, habe ich eine Allopurinol-Unverträglichkeit, Allergie oder es wirkt nicht, kann ich für Buxostat nehmen. Hier brauche ich nur 80 Milligramm pro Tag, es ist viel potenter sozusagen. Hier habe ich viele ZYP-Interaktionen und klassischerweise, das merkt man, was oft so ist, ZYP ist gleich Transaminasenanstieg. Kann aber auch zu einem Stephen Johnson führen, zu interstitiellen Nephritis, Ausschlag, Übelkeit, kann alles machen. Und hier gibt es noch keine hinreichenden Studien zu Interaktionen mit Azathioprin und was auch immer. Das heißt, habe ich Medikamente, die über die Xanthinoxidase abgebaut werden, sollte ich kein Febuxostat geben, weil es keine Interaktionsstudien gibt bis jetzt. Okay, beim Allopurinol weiß ich, habe ich sie, da weiß ich, was ich machen muss. Beim Febuxostat gibt es noch keine Studien dazu. Natürlich, nicht, aber die Frage ist halt, ich darf es mal nicht geben, wegen potenziellen Interaktionseffekten, aber wenn es Studien gibt und man sich dann kann man von mir sagen, es blockiert auch die Xanthinoxidase, aber vielleicht nicht so stark wie das Allopurinol, du musst die Dosis nur um 50% senken. Rein hypothetisch. Oder noch stärker, du musst es noch mehr senken. Gut, dann haben wir noch Uricosurica. Uricosurica hemmen die Rückresorption der Harnsäure, indem sie quasi
den Urat-1-Transporter blockieren. Das macht Benzbromarol und Probenecid. Hier ist wichtig, die können auch Gichtanfälle auslösen. Okay, selbes Prinzip. Ich blockiere die Rückresorption, aus den Knorpeln strömt es nach. Und es kann zu Nierensteinen führen, ist eh klar. Wenn ich plötzlich in der Niere viel mehr Harnsäure ausscheide, können es auskristallisieren und zu Nierensteinen führen. Das heißt, wir sagen den Patienten, ganz viel trinken, um das in Lösung zu halten. Okay, beide Medikamente führen zu Hepatopathien, steigende Transaminasen, sind sowieso nicht First Line. Benzbromarol ist noch CYP2C9-Inhibitor und Penicillin und Probenecid, das ist recht cool, Probenecid blockiert nicht nur den Urat, es blockiert auch noch den ORT1 und ORT3. Das heißt, wir haben hier einerseits blockiert Probenecid mit dem Urat und dadurch die Rückresorption der Harnsäure. Andererseits blockiert mir Probenecid den ORT1 und 3 und somit den Transport von Anionen in die Tubuluszelle, die mir dann quasi als Austauscher dienen, um Urat zurückzuresorbieren. Andererseits wird durch diese Blockade von ORT1 und 3 die Sekretion von Methotrexat oder Penicillinen von Penicillin gehemmt. Das heißt, Penicillin steigt an, Methotrexat steigt an und auch NSAIs können ansteigen im Spiegel. Gut. Niereninsuffizienz eh klar. Also Probenecid wirkt natürlich nur bei ausreichender Nierenfunktion. Sonst, wenn die Niere nicht mehr gescheit geht, dann kann ich keine Harnsäure ausscheiden, eh logisch. Und Benzbromarol wird hepatisch metabolisiert, da gibt es zwei Metaboliten, M1 und M2, und Probenecid wird renal eliminiert. Losartan ist ein Sartan, ist quasi ein Angiotensinrezeptorblocker, und das wirkt auch urikosurisch, als angenehmer Nebeneffekt. Ich senke den Blutdruck und wirkt gleichzeitig urikosurisch. Also kann man sich überlegen, der hat Hypertonie und eine Hyperurikämie, den gebe ich Losartan. Und gleichzeitig hat er eine KHK oder einen Schlaganfall gehabt, kann ich noch Losartan geben, weil es nämlich auch die Thrombozytenaggregation hemmt, weil es den Thromboxanrezeptor blockiert. Gut, Rasburicase nur ganz, ganz kurz, führt zur Umwandlung von Harnsäure und Allantoin. Das machen, gibt man aber nur ganz selten, nicht häufiger geben. Häufige Gabe führt nämlich dazu, dass man Antikörper gegen die Rasburicase bildet und das kann zu allergischen Reaktionen führen. Okay? Also ihr merkt euch, das gibt man halt, um das Nierenversagen bei einer Tumor-Lyse-Syndrom zu verhindern, kann aber bei mehrmaliger Gabe zu allergischen Reaktionen führen. Und ist bei Glucose-6-Phosphatidylgenase-Mangel kontraindiziert, weil da ein Metabolit gebildet wird. Nein, da wird Wasserstoffperoxid gebildet. Das Wasserstoffperoxid kann halt dann die Erythrozyten schädigen. Und die Erythrozyten von Menschen mit diesem Syndrom sind eh schon instabil, weil sie zu wenig Glutathion haben. Was Kolchizin, das ist noch wichtig. Okay, Kolchizin, was macht das? Kolchizin ist ein Tumulininhibitor. Dachte man, ist eigentlich im Großen und Ganzen ersetzt, weil die therapeutische Breite sehr gering war. Früher war die Dosierung sehr lustig. Jemand mit akutem Gichtanfall, dem hat man gegeben 0,6 Milligramm pro Stunde. So lange, jede Stunde, bis die Schmerzen weg waren oder bis er Durchfall bekommen hat. Sehr pragmatisch. Tut's noch weh, die Zehen? Na, haben schon Durchfall? Na, das geht nochmal 0,6 Milligramm. Und was macht es? Hemmt die Tubulinstruktur. Was sollte Kolchizine machen? Und auch noch die Interleukinproduktion. Und wir wissen ja, gerade wenn der Gichtkristall ausfällt, kommen die Makrophagen daher, fressen den, endozytieren den.
Und es wird Interleukin-1-Beta produziert. Interleukin-1-Beta führt im Endothel zu einer Expression von Oberflächenmolekülen und zu Interleukinen, Zytokinen. Die Neutrophilen wandern daher und es kommt zur Entzündungsreaktion. Und wenn man die Interleukin-1-Produktion hemmt, ist es schon mal sehr, sehr praktisch. Das ist auch ein Grund, warum man Colchicin gibt beim familiären Mittelmeerfieber. Familiäres Mittelmeerfieber, wenn jemand kommt mit rezidivierenden Bauchschmerzen und Fieberepisoden, die undulierend sind, kommen und gehen, und Bauchschmerzfieber kann gleichzeitig kommen, muss nicht gleichzeitig kommen. Verdacht auf familiäres Mittelmeerfieber, dem gibt man Colchicin, weil es nämlich Interleukin 1 abhängig ist, das Syndrom. Was merken wir uns noch? CYP3A4-Inhibition, enteropathischer Kreislauf und ein Substrat von P-Glykoprotein. Das heißt, man muss aufpassen, mit anderen Medikamenten nicht drüber laufen. Und das erklärt uns auch gleichzeitig die Diarrhoe, weil ich nämlich das Medikament läuft in den Darm, läuft immer wieder als enteropathischer Kreislauf dort herum. Und das Medikament hemmt natürlich schnell teilende Zellen. Und Darmenterozyten sind schnell teilend. Und störe ich die Enterozyten, kommt es eben zu einer Diarrhoe. Gleichzeitig ist auch klar die Myelosuppression. Schnell teilende Zellen sind Blutzellen. Gleichzeitig die Neuropathie. In den Neuronen habe ich ja auch vom Zentrum bis zum Axon Tubulinstrukturen. Wenn ich die störe, Neuropathie, und es kann auch den Muskel schädigen, zu einer Myopathie führen, zu Rhabdomyolyse, und da muss man aufpassen, mit welchen Medikamenten. Wer macht noch Rhabdomyolyse? Statine und Daptomycin. Sehr gut. Statine und Daptomycin, und ein Medikament macht, ein Antibiotikum macht noch Myopathien. Daptomycin und eines noch. Myopathie, welches Medikament noch zu einer Myopathie führt, welches Antibiotikum? Wir haben gehört, Daptomycin, eines führt noch zu einer Myopathie. Streptogramine führt noch zu einer Myopathie. Dalfunquinopristin führt auch zu einer Myopathie. Gut, also wir geben es als Reserve, wir geben es aber bei Patienten mit familiären Mittelmeerfieber, und es wird noch eingesetzt bei der Perikarditis. Da gibt man aber auch Ibuprofen. Gut, akuter Gichtanfall, was mache ich? Jemand kommt mit der großen geschwollenen Zehe oder eigentlich mit dem Grundgelenk des großen Zehens, wenn man es ganz genau nimmt. Ich gebe ihm einmal NSAIs zur Schmerzlinderung, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac, je nachdem, was er für Risikoprofil hat. Ich würde halt Ibuprofen präferieren, was am sichersten noch ist. In der Medizin haben wir gesagt, hohe Nebenwirkungsraten, 35-50%, zentralnervös, Diclofenac ist sowieso kardiovaskulär, und Ethylcoxib ist ein COX-2-Inhibitor, ist auch kardiovaskuläre Geschichten. Kann ich keinen NSAR geben, weil die Person niereninsuffizient ist, ist eine Kontraindikation für NSARs, dann gebe ich ihm Glukokortikoide. Okay, wir haben heute schon gehört, Glukokortikoide wirken viel potenter entzündungshemmend, weil sie die Phospholipase A2 hemmen. Direkt am Anfang der Kette wirkt es. Oder Colchicin könnte man geben. Und dann natürlich am Ende, wenn der akute Anfall vorbei ist, sagen wir den Patienten, ja, essen Sie weniger Fleisch, aber man sagt es halt konkret, nicht weniger Fleisch, das ist ja keine Aussage, sondern wir sagen ihm, essen Sie maximal dreimal in der Woche Fleisch, essen Sie zweimal in der Woche Fisch und, keine Ahnung, den Rest von der Woche essen Sie halt Gemüse. Und wir sagen ihm, trinken Sie nicht so viel Alkohol, trinken Sie maximal ein Bier am Tag oder versuchen Sie Ihre Alkoholexzesse zu reduzieren, so weit wie möglich. Gut, also Diät ist natürlich immer First Line. Urikostatika muss man sich überlegen, der muss sein Leben lang nehmen, okay? Das ist eine lebenslange Therapie. Will man das einem Patienten mit 40 antun? Ich würde es nicht wollen. Urikosurika eher als Notlösung. Und hier haben wir halt unsere Medikamente wie einen akuten Anfall. Nicht ASS, weil es halt die Harnsäurespiegel erhöhen kann. Ja gut, Alkohol haben wir schon gesagt. Alkohol erhöht die Rückresorption. Ja?
Nochmal, wie? Ich habe es ja kurzfristig verstanden. Ja? Was sagen Sie denn? Ja, aber der kleine Akteur ist das Repetitorium, ist nur das alte Buch, oder ist ja das 2009er Auflage. 2009er Auflage ist das. Das aktuellste ist halt der Aktoris, und von dem her, ja, aber im Prinzip kombiniert man halt nicht. Man gibt halt, man kommt ja mit einem Uricostaticum aus. Du brauchst ja nicht kombinieren, wenn du auskommst damit. Ach so, natürlich, ja, weil, ja, sie wirken halt in Kombination schon besser, das stimmt schon, ja, das ist das Lustige, Probenecid steigert die Ausscheidung vom Allopurinol, aber trotzdem verstärkt es dessen Wirkung. Ja, also ich würde, es ist, wieso zwei Medikamente nehmen, wenn man eines geben kann, das genauso wirksam ist. Zwei Medikamente heißt immer mehr potenzielle Nebenwirkungen. Immer. Kommt drauf an, auch nicht immer, ist wurscht. Aber im Prinzip, ich würde, bleibt es bei Allopurinol, wenn es der Rezept schreiben müsst, gibt es dem Patienten Allopurinol und die Geschichte hat sich. 300 Milligramm pro Tag. So, das war's für heute. Wir haben eh schon lang genug gebraucht. Ja, also zum Rezeptieren. Das ist so easy, das könnt ihr euch wirklich selber anschauen. Ganz, ganz wichtig ist halt nur, man braucht nur hausverstandmäßig überlegen, was kommt das Rezept drauf. Wie heißt der Arzt? Wo wohnt der Arzt? Wie heißt der Patient? Wie heißt das Medikament? Wie groß ist das Packerl? Und wie soll er es einnehmen? Und eine Unterschrift. Das ist eh sehr simpel, da kann man eigentlich kaum was falsch machen. Und Suchtgiftrezepte muss halt jede Zahl ausgeschrieben werden. Gut, dann danke für so lange dableiben. Man sieht sich am Sonntag zum Team Best Learning um 12 Uhr, wer kommen will. Und wenn nicht, dann viel Erfolg beim Pharma-Seminar. Und nächste Woche geht's weiter. Bitte? Noch, ich verstehe es nicht. Am Sonntag, am Sonntag.